mir auch herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Ich werde den Chat jetzt mal nicht beachten und die Präsentation ja einfach weitermachen. Und ja, ich freue mich dann, wenn Sie dann die Fragen in den Chat stellen. Es wird sehr umfangreich, es wird auch teilweise technisch. Ich hoffe, Sie haben langen Atem, es würde mich freuen. Wir gehen teilweise ins Detail und würden einfach Pferdesport aus Tierschutzsicht ganz genau anschauen. Das wäre ungefähr der Ablauf. Es gibt eine kleine Einleitung. Der Fokus, der liegt heute auf Ausbildung und Hilfsmittel. Leider erlaubt es einfach der Rahmen nicht, das wirklich detailliert anzuschauen oder auch weiter. Also wir werden Haltung, Fütterung, Transport, Doping, auch Schäden durch Reiten, durch Sport, was es da für gesundheitliche Probleme gibt, dafür ist leider keine Zeit. Also wir werden wirklich vor allen Dingen die Hilfsmittel anschauen. Es geht mir weiter darum, keine Person bloßzustellen. Das heißt, auch wenn es spezielle Ereignisse gab, auf die ich eingehen werde im Sport, dann werde ich keine Namen nennen, auch keinen Ort. Und falls es irgendwie Personen hat, dann sind sie wie verpixelt. Und es geht auch nicht darum, spezielle Bereiche im Sport anzugreifen oder anzuschauen. Wir werden das deswegen recht allgemein anschauen. Wobei natürlich jede Disziplin ihre eigenen Risiken hat. Aber auch auf das können wir heute nicht ganz detailliert eingehen. Einfach weil ja die Zeit für das nicht da ist. Gut, also dann ganz kurz zur Stiftung für das Tier im Recht. Wir sind in Zürich und setzen uns generell dafür ein, die Verbesserung von Mensch-Tier-Beziehung. Und die juristische Arbeit ist der Fokus. Das heißt, wir machen ganz verschiedenes Gutachten, beraten, geben Informationen raus, haben eine große Bibliothek, die öffentlich zugänglich ist. Und wir erstellen jedes Jahr eine Analyse aller Tierschutzverstöße in der Schweiz. Und die ganzen Fälle, also die Verstöße, die sind auch bei uns auf der Website abrufbar. Wenn sich jetzt jemand für das interessiert, gerne einfach mal reinschauen oder uns dann kontaktieren. Es wird heute kein juristischer Schwerpunkt sein, sondern es ist wirklich mehr der fachliche Schwerpunkt, wie das funktioniert, der Reitsport. Und auch wenn juristische Fragen sind, gerne dann im Anschluss. Das Schweizer Tierschutzrecht ist recht streng und in der Tierschutzverordnung sehen wir jetzt, was speziell im Pferdebereich oder im Equidenbereich nicht erlaubt ist. Also es gibt kopierende Schwanzrübe, das heißt, es gibt es ja heute noch vor allen Dingen bei Kaltblutrassen, dass man dann diverse Wirbel amputiert, einfach ja aus verschiedenen Gründen. Ursprünglich war das so, dass die Schweife dann in die Leinen sich nicht verheddern können. Aber es ist sicher auch ein ästhetischer Grund, weil eben gerade bei Kaltblütern ist einfach die Gruppe sehr wichtig. Dann ist verboten das Erzeugen einer unnatürlichen Hufstellung. Das ist vor allen Dingen bei Gangpferde Veranstaltungen oder in der Szene üblich. Das Antreiben und Bestrafen mit elektrisierenden Geräten. Die sind da aufgeführt. Dann dürfen Nerven nicht unempfindlich gemacht werden, damit die Pferde zum Beispiel, wenn sie das Problem haben, trotzdem in Sport gehen können. Das Entfernen der Tasthaare, das ist vor allen Dingen im Westernsport noch populär. Es kommt aus den USA. Also das heißt, die Vibrissen, die ja eigentlich Empfindungsorgane sind, werden entweder geklippt, das heißt gekürzt, oder sogar abrasiert, einfach damit das sauber aussieht. Also es wird zum Beispiel auch an anderen Orten gemacht. Ich glaube, bei der Queen zum Beispiel in Großbritannien. Also da sind die Pferde auf den Paraden, da wird das auch gemacht. Hier ist das verboten, weil es eben ein Sinnesorgan ist. Dann das Anbinden der Zunge, darauf kommen wir nachher noch zurück. Das Barren, das haben Sie sicher mitbekommen, da gab es gerade in diesem Jahr in Deutschland noch einen recht bekannten Reiter, der ja angeklagt wurde, das zu praktizieren. Und dann die Rollkur, das ist auch etwas, was eher bekannt ist. Das heißt, die Pferde werden in eine bestimmte Position gezwungen, wo dann der Hals überdehnt ist und der Rücken. Und das führt dann auch zu Schmerzen und Leiden. Die Tierschutzverordnung ist insofern gut, dass sie sehr detailliert ist. Das heißt, es steht, ich sage jetzt mal, die schlimmsten Auswüchse, die sind genannt, besteht aber auch das Problem, dass wenn es zu detailliert ist, dass der Eindruck entstehen kann,
wenn ich ein Hilfsmittel einsetzen möchte und vielleicht Skrupel habe, dann denke ich, ah, es steht nicht drin. Das bedeutet, es ist ja in Ordnung. Das ist natürlich nicht so, weil immer noch generell gilt, laut Tierschutzgesetz, dass niemand einem Tier Schmerzen leiden oder Schäden zufügen darf oder es in Angst versetzen. Also das muss man dann lieber achten. Das ist nicht ausschließlich. Es sind nicht alle, ja, nicht alle Punkte drin. Aus unserer Sicht, also aus Sicht der Stiftung für das Tier im Recht, fehlen noch diverse Hilfsmittel. Und zusammen mit Merit Schneider von der Grünen Fraktion haben wir eine Motion eingereicht. Das heißt, sie hat im Parlament wieder den Antrag gestellt, noch weitere Hilfsmittel aufzunehmen. Sehen Sie meine Maus? Ich hoffe es. Dann würde ich manchmal was zeigen. Und das sind diese Punkte, die fünf, und die werden wir uns nachher auch noch genauer anschauen. So viel zur Einleitung und dann legen wir jetzt los. Das hier ist, ich nenne ihn mal Jochen, das ist jemand, der keine Ahnung hat vom Reitsport. Und es ist so, dass von den Personen, die im Sport aktiv sind, ganz gleich welcher Sparte, dass dann oft den Laien vorgeworfen wird, sie haben keine Ahnung. Und andererseits ist es, wenn jemand, der sich mit der Pferdesportszene nicht auskennt, wo es sehr viele Hilfsmittel gibt und verschiedene Trainingsmethoden, dass die Person, die jetzt damit nicht vertraut ist, dass sie sehr, sehr skeptisch ist oder ablehnt, weil sie wie den Eindruck hat, dass es was Grausames ist. Und genau, dann wird vorgeworfen, sie verstehen das nicht, das Training. Und das stimmt auch. Also das ist definitiv so. Jemand von außen ist sehr teilweise komplex, der kann das nicht wissen, warum etwas gemacht wird. Ich denke aber, wir sollten das ernst nehmen, denn es ist so, dass Außenstehende können das Ganze doch unvoreingenommen anschauen. Also wenn man jetzt wie damit aufwächst oder 20 Jahre trainiert, dann ist man, ja, betriebsblind ist vielleicht zu ein hartes Wort, aber man gewöhnt sich an gewisse Dinge, die so gemacht werden und die einfach so aussehen, die für Außenstehende jetzt unschön aussehen. Deswegen denke ich, darf man das ernst nehmen, auch wenn jetzt die Personen nicht im Detail wissen, was da eigentlich gemacht wird. Der zweite Punkt ist etwas, was immer wieder in der Diskussion um Pferdesport aufkommt, das sind Momentaufnahmen. Das heißt, wenn in Social Media beispielsweise werden Aufnahmen veröffentlicht, die unschön sind, und dann heißt es, das sind nur Momentaufnahmen, das ist nur Sekunde, das ist gar nicht so schlimm. Es liegt natürlich in der Natur der Fotografie, dass es Momente sind, also Bilder können immer nur einen Moment abbilden. Und es gibt aber viele solcher Momente. Und ja, wenn es unschöne Momente sind, denke ich, darf Kritik auch angebracht sein. Und man kann sich dann fragen, ist vielleicht jeder unschöne Moment ein Moment zu viel? Wir machen einen kleinen Ausflug rund um die Welt. Und hier sehen Sie verschiedene Reitweisen. Also es gibt nicht die Reitweise. Es ist ganz unterschiedlich. Es ist lokal, kulturell bedingt. Und wir sehen, es ist recht unterschiedlich. Also die Form der Pferde, die Kleidung der Personen und genau, also unsere Sehgewohnheiten sind natürlich vor allen Dingen so geprägt, dass wir das, was wir kennen, ich denke, das ist hier im europäischen Raum, sind das hier zum Beispiel Dressurreiter oder vielleicht einige kennen auch noch Islandpferde oder Western, aber ja, speziellere Sparten, die sind dann eher unbekannt und wirken dann auch fremd auf uns. Also das müssen wir einfach wie im Hinterkopf behalten. Es gibt nicht die Reitweise und es gibt auch nicht den Weg zum Reiten. Das ist ein wenig provokativ und bös. Und zwar ist das eine Grafik von Janneke Kuckhoven. Sie ist eine R-Plus-Trainerin, also sie macht Training, Pferdetraining mit positiver Verstärkung. Und was hier für uns interessant ist, ich hoffe, dass man das sehen kann, das sind die verschiedenen, ja, ich sag mal, Ausprägungen von Haltungen, die Pferde einnehmen, was Menschen von ihnen möchten und verlangen. Und es wird eigentlich immer gesagt, die Pferde würden das nicht machen, wenn sie das nicht wollten. Wir werden heute Abend das genauer anschauen, ob das so stimmt. Ganz wichtig in allen Reitweisen ist die Kopf-Hals-Haltung des Pferdes. Das zieht sich wirklich durch alle Klassen.
Und zwar ist das aus dem Grund, dass wenn man ein Pferd kontrollieren möchte, dann muss man eigentlich seinen Kopf kontrollieren. An dem Kopf hängt sehr viel. Das schauen wir nachher noch genauer an. Diese klassische Zäumung, wie wir sie heute kennen, ist nicht die älteste. Ganz am Anfang wurde mit dem Nüsternring geritten. Und zwar ist es eigentlich, wie man es kennt, von Rindern oder auch Kamelen, ein Nasenring, der einfach dann durch die Nüstern gezogen ist. Alternativ gab es Halfter. Irgendwann hat man herausgefunden, dass man Pferde gut kontrollieren kann, wenn man sie mit Gebiss reitet, also das heißt, ihnen was ins Maul legt. Und dann wurden noch Reithalfter entwickelt, die noch zusätzlich ja, einwirken können. Auch das schauen wir nachher im Detail noch an. Eben die Kopfhaltung geht in allen Reittraditionen als wichtig. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Und zwar ist das eine Verkaufsgruppe aus Facebook. Auch hier, um die Personen zu schützen, gebe ich da keine Quelle an. Es tut mir leid, wenn ich hoffe, ich verletze da kein Urheberrecht. Genau, und hier ist zum Beispiel Nice Headset. Das heißt, wir sehen eigentlich, dem Tier wird der Kopf auf die Brust gebunden und das wird jetzt als nice angesehen. Auch die Kommentare zeigen eigentlich, dass es gut ankommt. Dann, was auch sehr interessant ist, fällt Ihnen vielleicht auch auf oder vielleicht achten Sie zukünftig dann darauf, auf Instagram, dass Accounts, die sich mit Pferden und Reitweisen beschäftigen, dass es dann oft Fotos gibt, auch von, ich muss sagen, von Jugendlichen, von jungen Personen, die mit dem Pferd posieren und sagen, oh, das hat ganz schöne Kopfhaltung, nice Headset und da gibt es ganz viele Hashtags. Und auch das hat jetzt die Dame, die dieses Fett auf Fred heißt, das ist der Fred. Und er wird uns begleiten. Also ich werde ihn ab und zu mal zu Rate ziehen, weil ich denke, dass, ja, auch wenn es überspitzt dargestellt ist, zeigt es eigentlich den Kern der Sache. Und da sehen wir noch jetzt das Beispielbild von Instagram. Das ist recht frisch von dieser Woche. Da sehen wir eigentlich genau das, also wie man sich präsentiert auf dem Pferd. Und es ist alles in Ordnung, die Form stimmt. Und genau, dann können dann die Fans, sag ich mal, oder Follower können das dann kommentieren. Gut, dann sind wir gewappnet für den detaillierten Teil. Zwar hatte ich schon gesagt, wir schauen nochmal den Pferdehals genauer an und generell den Aufbau. Auch das machen wir verkürzt, weil das ist auch ein ganz interessantes Thema, aber zu umfangreich. Das Pferd kontrolliert mit der Halswirbelsäule und mit dem Kopf, also nicht nur die ganze Körperhaltung und Körperspannung, sondern auch den Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt wird dadurch, wenn jemand drauf sitzt, wenn eine Person drauf sitzt, wird der Schwerpunkt verändert. Und das müssen Pferde erstmal lernen, wie sie damit umgehen. Dass sie ja nicht umfallen, primitiv gesagt, und dass sie sich sicher bewegen können. Damit Pferde das können, ohne Schäden zu erleiden, müssen sie gymnastiziert werden. Das heißt, sie müssen in eine bestimmte Haltung gebracht werden, dass die Muskeln aufgebaut werden, die dann die Person tragen, die drauf sitzt. Wir sehen, dass das recht fragil ist. Also der Rücken ist ja natürlich ursprünglich nicht dafür gedacht, einen Menschen zu tragen. Und es ist wie so eine Hängebrücke. Also das heißt, der Rücken hängt ja zwischen den Vorder- und Hintergliedmaßen und der Mensch sitzt eigentlich genau in der Mitte drauf. Also da, wo die Senke ist, wo es am fragilsten sitzt, ist, da sitzt er drauf. Das ist nur ein Fingerbreit über dem Skelett. Wir sehen, das hat ganz wenig Gewebe drüber. Das heißt, man sitzt praktisch direkt auf dem Skelett. Gut, jetzt noch ein wenig Theorie. So sollte das aussehen. Also wenn das Pferd zum Beispiel den Kopf nach unten nimmt, das ist auch sehr verkürzt dargestellt, da gibt es noch mehr Bedingungen, aber das ist, ich denke, das veranschaulicht das Ganze. Dann wölbt sich der Rücken auf und dadurch nimmt die Wirbelsäule nicht so viel Schaden. Hingegen, wenn das Pferd den Kopf hochträgt, gibt es vier Hohlkreuze. Das kennen wir auch, das ist recht schmerzhaft. Und wir können zum Beispiel, wenn wir schwere Lasten tragen, dann machen wir es auch so, dass wir wie einen Buckel machen. Und dann können wir auch auf unserer Schulter das leichter tragen. Genau, also das Pferd trägt nicht direkt mit dem Rückenmuskel, der ist mehr zur Fortbewegung, sondern die Hauptlast liegt ja auf dem Nackenband. Jetzt schauen wir an, wie das Pferd dazu gebracht wird oder trainiert wird, dass es einfach diese Haltung einnimmt, die ja gar nicht natürliche ist. Das wird mit der Hilfengebung gemacht
Und dazu möchte ich sagen, der Pferdesport ist ein spezieller Sport oder generell ist es spezielle Kommunikation mit Tieren. Wenn wir an Kommunikation denken, dann ist das in der Regel von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich mit dem Pferd jetzt keine Bodenarbeit mache oder Freiarbeit, das heißt, wenn wir uns gegenüberstehen, sehe ich ihm nicht ins Gesicht. Das heißt, ich sehe die Mimik nicht, ich sehe die Augen nicht und auch einen großen Teil der Körpersprache sehe ich nicht. Das heißt, meine Hilfen, um ihm klarzumachen, was ich eigentlich möchte, was es zu tun hat, die müssen anders erfolgen. Und da gibt es im Groben, gibt es dann eigentlich noch die Stimme, die aber in vielen Reitweisen verpönt ist, weil es dann wie, ja, es gibt verschiedene Vorwürfe, das ist dann Zirkusdressur, wo man nur auf Kommandos hört. Der Westernsport ist die Ausnahme, da wird viel mit Stimmkommandos gearbeitet und sie sind auch nicht so verpönt, aber die klassische Reitweise, da ist das eigentlich nicht eingeplant, auch wenn wir natürlich das kennen von, ja, aus Filmen oder sonst wie. Also das gibt es natürlich schon im Freizeitbereich, aber das ist jetzt nicht, dass es da wirklich dazugehört. Genau, dann bleiben eigentlich noch taktile Reize. Das heißt, es muss über Berührungen passieren. Und das schauen wir jetzt nochmal genauer an. Die Pferdeausbildung in der klassischen Weise, also klassisch, damit meine ich herkömmlich und tradiert, damit ist jetzt nicht gemeint die akademische Reitkunst. Also für diejenigen, die das jetzt kennen, ist es jetzt nicht damit gemeint, sondern klassisch meint eher konventionell. Das heißt, wie es eigentlich seit Jahrtausenden gemacht wird. Das passiert mit negativer Verstärkung nach Pressure Release. Das heißt, ich mache Druck und verstärke diesen Druck so lange, bis das Pferd dem weicht. Also im Pferdesport sagt man auch nachgeben oder weichen. Also das Pferd muss weichen und nachgeben auf meine Hilfen. Genau. Wir schauen heute nur zwei Arten an. Auch das ist wesentlich komplexer und wir müssen das heute leider verkürzt anschauen, weil es zeitmäßig nicht anders geht. Und zwar schauen wir Schenkel- und Gewichtshilfen an und die Zügelhilfen. Das sind so diejenigen, wo eigentlich auch Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Pferde sollen und werden eigentlich mehr über den Sitz- und Gewichtsverlagerung geritten. Das heißt, das andere ist eigentlich nur unterstützend. Ob das auch immer so angewendet wird, das ist natürlich noch eine andere Frage. Jetzt kommt ein ganz kleiner Exkurs. Und zwar gibt es die positive Verstärkung, die wir auch kennen, die zum Beispiel in der Hundeszene populärer wird. Also auch in der Hundeszene war es früher viel mit negativer Verstärkung, mit Druck. Es gab auch da ganz spezielle Hilfsmittel. Und das gab wie ein Schwenk in den letzten Jahren. Und der Trend geht eher dazu, dass man das über positive Verstärkung macht. Also das heißt, Futter ist sicher ein Anreiz, es gibt auch andere positive Anreize. Das heißt, man belohnt das Verhalten, was man ja erreichen möchte. Dann gibt es noch die negative Bestrafung. Das heißt, wenn ein angenehmer Reiz bereits gegeben wird und ich nehme dann den Reiz weg, dann ist das auch wie Bestrafung. Das heißt, ja, ich stelle das Streicheln ein und auch dann weiß das Tier, oh, ich habe jetzt dann was gemacht, was nicht gut ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn das Pferd beim Putzplatz angebunden ist und ich putze es, was in der Regel angenehm ist, und dann zeigt es irgendwas, was mir missfällt. Und wenn ich dann das sofort stoppe in dem Moment, das Angenehme, dann kann es sein, dass es dann verknüpft. Auch da hilft uns Fred. Er hat das recht gut dargestellt. Also hier wird was hinzugefügt, was Positives, und da wird was Positives weggenommen. Wenn jetzt da positiv und negativ steht, das ist nicht positiv, negativ, wie man es allgemein hin versteht, sondern es bedeutet dann einfach wegnehmen oder hinzufügen. Jetzt kommen wir zu den beiden Bereichen, die im Pferdesport häufig eingesetzt werden. Das ist die positive Bestrafung. Das ganz Einfachste ist zum Beispiel Schlag, um etwas klarzumachen, dass ich das nicht möchte. Und das erzeugt dann Schmerz und Angst und in dem Moment wird dann das Verhalten abgestellt. Und das ist das, was vorhin angesprochen wurde, die negative Verstärkung. Da gibt es einen aversiven Reiz und der bleibt so lange bestehen, ja, bis das Verhalten gezeigt wird, was ich möchte. Also das heißt, in dem Moment hört das auf. Und da sehen wir zum Beispiel schon Hilfsmittel aus dem Sport. Und hier ist es ganz gut erklärt.
Der Freddy hat hier zum Beispiel irgendwie einen Schlag bekommen mit der Gerte, sagt Autsch. Und hier ist er froh, dass einfach der Druck aufhört. Das heißt, er weiß, er hat was richtig gemacht. Der Druck wird dann weggenommen. Das ist übrigens ein ganz großes Missverständnis. Oft wird das als Belohnung klassifiziert, also im Sport, aber eigentlich ist es keine Belohnung, sondern Erleichterung. Also Belohnung wäre wirklich was Positives, wird hinzugefügt. Das ist hier gar nicht so. Also es ist wirklich etwas beschönigend, weil ich bin ja diejenige, die dem Tier was zufügt und ich kann es dann auch wieder wegnehmen. Aber es ist jetzt nicht, dass ich was Positives eben tue. Das ist, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Bild, weil das oft fälschlicherweise, zum Beispiel beim Zügel, der Zügel erzeugt Druck. Und wenn das Pferd das macht, was ich möchte, dann lasse ich den Zügel länger und der Druck fällt weg. Und das ist eben keine Belohnung, sondern das ist einfach Erleichterung. Jetzt hoffe ich, ich rede nicht zu schnell. Wir haben leider sehr viel Material und Frau Dr. Herrmann, ich wäre froh, wenn Sie sich dann kurz einschalten, weil ich ja den Chat ignoriere. Also wenn es da Beschwerden gibt, gerne an mich weitergeben. Nein, das ist ganz gut. Also, ja, wunderbar. Ja. Also, dann weiter. Jetzt schauen wir das Offensichtliche an. Das heißt, wir erinnern uns vielleicht an den Vorfall in Tokio letztes Jahr, wo eine Reiterin im Fünfkampf auf Anraten der Trainerin das Pferd geschlagen hat. Und genau. Das ist eigentlich so das Klassische. Gerten und Peitschen sind nicht nur Bestrafungsinstrumente, sondern sie sind auch Verlängerung des Arms. Also es kann damit zum Beispiel was zeigen. Ich kann auch damit sanfte Berührungen ausführen. Schläge generell sind erlaubt, also im Sport oder natürlich auch im Freizeitbereich. Also es ist nicht, dass es wie zum Beispiel bei Hunden, würde man eher sagen, dass es sogar verboten oder verpönt, Hund zu schlagen. Das ist bei Pferden anders. Auch das ist gesellschaftlich anerkannt, weil wir uns einfach daran gewöhnt haben. Also es gehört wie zu unserer Kultur. Das kennen wir so, das wird so gemacht. Und natürlich, wenn es zu schlimm und exzessiv ist, dann wird es hinterfragt und es wird auch generell häufiger hinterfragt, weil wie die Gesellschaft sich verändert und dass da Bewusstseinswandel, Die Dame in Tokio, die hat ja keine Sanktionen zu befürchten gehabt. Wir sehen hier noch einen Herrn, der hat auch 2021 das Pferd geschlagen, weil es verweigert hat im Parcours und er musste 3.000 Euro Strafe zahlen und wurde gesperrt für das. Also auch das ist recht unterschiedlich. Das hat der Verband jetzt recht hart durchgegriffen und Das, also eben, das liegt dann im Ermessen des Verbandes eigentlich wieder reagiert wird. Gut, dann die Anzahl der Schläge. Also wir reden wirklich von Schlägen, wir reden nicht von anderen Hinweisen oder Reizen, die ich setzen kann mit Gerte und Peitsche, sondern es geht darum, was ist erlaubt, wie oft darf ich das Tier schlagen. Ich habe jetzt repräsentativ mal Trabrennen rausgesucht und mich da informiert beim Europäischen Trabverband. Und je nach Tierschutzgesetz oder anderen Rahmenbedingungen sind zum Beispiel in Deutschland 5 Schläge zugelassen, in Irland 7 und in Norwegen keine. Also auch da müsste man, wenn man als Starter dabei ist im Sport, sich vorher gut informieren, dass man da keinesfalls zu viel hinlegt. Das ist mir jetzt noch wichtig. Also der Einsatz, der kann auch ohne Schmerzzufügung Angst auslösen. Und zwar, indem ich den Schmerz androhe. Also ich kann das natürlich, wie zum Beispiel, wenn ich jemand mit der flachen Hand drohe. Das kann natürlich für die Tiere auch unangenehm sein und Angst auslösen. Oder durch einen Überraschungsmoment. Das heißt, es gibt zum Beispiel beim Trabrennen, wenn man auf den Wagen schlägt, anstatt aufs Pferd, dann gibt es keinen direkten Schmerzreiz, aber durch das Erschrecken wird es einfach trotzdem wie nochmal schneller. Das, denke ich, kann man vergleichen mit dem Schlüsselbund, dem berühmten in der Hundeausbildung, oder die Rascheldose, die war ja zeitlang, galt die als populär und definitiv angenehm oder sanfte Trainingsmethode. Und da, wenn der Hund was macht, zum Beispiel irgendwo da rumschnüffelt, wo er nicht soll, dann wirft man den Schlüsselbund nach ihm oder diese Rascheldose. Und durch den Überraschungsmoment, durch den Schreck,
unterlässt er das Verhalten. Auch da wird der Hund nicht berührt, spürt keine Schmerzen und doch ist das mittlerweile, gilt das als überholt. Also auch das wird, da hat sich schon was verändert. Das sollte man anders handhaben. Jetzt schauen wir noch ganz kurz, bevor wir den Bereich wieder verlassen, mal das an, dass man sagt, ja, Pferde haben ja ganz dickes Fell, die spüren das nicht, das sind ja Tiere, die können wir nicht vergleichen mit uns. Und dazu gibt es eine interessante Beobachtungsstudie. Das heißt, auf sich, wir sehen das hier. Das war in Australien. Also 83% der Peitschenhiebe machen solche Eindrücke. Das heißt, ich denke, wir können uns alle vorstellen, wie sich das anfühlt. Und es ist auch nicht so oft, wird das begründet, dass das sind padded, also die sind gepolstert, diese Peitschen in den Rennen. Und ja, das gilt auch mal als Fliegenklatsche. Das wäre ganz, ganz harmlos. Und das Pferd wird das gar nicht spüren. Ob das wirklich so ist, schauen wir genauer an. Und zwar gibt es eine weitere Studie von einer Gerichtsmedizinerin aus Sydney. Und die hat 2015, 2020 das untersucht und Pferdehaut mit menschlicher Haut verglichen. Also sie hat mikroskopische Untersuchungen gemacht, insgesamt von 10 verstorbenen Personen und von 20 euthanasierten Pferden. Und sie sagt, es gibt keine neurologischen und anatomischen Gründe, dass Pferde Schmerzen anders empfinden als Menschen. Und zwar liegt es daran, dass weder die Nervenenden in der schmerzempfindlichen Hautschicht, also der Epidermis, es gibt ja verschiedene Schichten, das ist die Schicht, die fürs Schmerzempfinden zuständig ist, noch gibt es Unterschiede in der Dicke. Und das sind einfach nochmal Bilder dazu. Wie sie das genau erklärt. Wir werden im Anschluss gerne via Literaturliste zusammenstellen, wenn Sie Interesse haben. Dann können Sie sich das genauer anschauen, weil wir auch aus Zeitgründen das nicht vertieft angehen können. Genau, hier sagt sie, es gibt die vergleichbare Epidermisdicke. Da sehen wir das. Und hier unten sind die Nervenendigungen rot eingezeichnet. Und auch die sind in gleicher Dichte zu finden. Also es besteht eigentlich kein Grund zur Annahme, dass Pferde das nicht spüren oder weniger spüren als Menschen. Und ich denke im Zweifel für den Angeklagten, auch wenn wir nicht sicher wären, dass sie es spüren, ich denke, man dürfte davon ausgehen. Es sind auch Säugetiere und ja, ich denke, das kann man sich schon so vorstellen. Wir gehen schon weiter zu den Sporen. Auch hier sehen wir gerade das Bild und auch da denken Sie vielleicht zwischendurch an die Studie aus Australien. Und Sporen dienen auch der Hilfenverfeinerung. Sie sollen allerdings nur von erfahrenen Personen verwendet werden, da sie Schmerzen und Verletzungen verursachen können. Sie wirken an der Bauchhaut des Pferdes oder da, wo sie eingesetzt werden. Hier sehen wir auf dem Bild zum Beispiel recht hohe Einwirkungen. Das ist eher ungewöhnlich, aber nicht selten. Und wenn wir uns vorstellen, wie Pferde reagieren, wenn eine Fliege oder Mücke auf ihrem Fell landet, also sie zucken sofort, also sie spüren das recht gut. Und genau. Die Sporen sollen eine feinere Hilfengebung ermöglichen. Fein bedeutet in dem Sinne aber auch punktuell. Und zwar kann man das ganz leicht nachvollziehen, wenn sie zum Beispiel an ihrem Arm mit dem bloßen Finger draufdrücken in der Länge, dann spürt man das anders, als wenn Sie jetzt zum Beispiel mit der Fingerspitze oder sogar mit dem irgendwie Kugelschreiber oder sonst was reindrücken. Also eben fein heißt in dem Sinne auch definitiv gefährlicher und dadurch, dass der Druck nicht so gut verteilt ist, sondern punktuell ist, ist das Erlebnis natürlich viel intensiver. Und das muss man sich, ja, das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, wie da die Druckverteilung ist. Ursprünglich wurden Sporen natürlich nicht für feine Hilfen entwickelt, sondern um Pferde anzutreiben und auch um zu bestrafen. Es gibt recht interessante ältere Reitmeisterliteratur, wo das sehr gut beschrieben ist, wie man Pferde damit bestraft und auf welche Art und Weise. Das ist sehr, sehr interessant. Aber das ist natürlich heute nicht mehr aktuell, aber auch da, das wurde nicht entwickelt ursprünglich, um irgendwas fein zu machen. Und man muss sich überlegen, ob Metall in der Bauchregion, ob das was Feines ist oder ob das feiner ist als der eigene Körper. Weil das Metall hat ja keinen direkten
Bezug zu mir. Also ich selbst jetzt als Reiterin spüre das ja besser ja über mich selbst als über so Verlängerung aus Metall. Das sind Impressionen aus dem Sport. Und da sehen wir, wie das aussieht, wenn Sporen nicht so fein einwirken. Das sind Fotos eines bekannten Pferdesportfotografen, die man auch kaufen kann für Broschüren oder für irgendwas. Und sie zeigen jetzt einfach mal Querschnitt durch verschiedene Disziplinen. Von, ich sag mal, vom Englischreiten, von der klassischen Turnierreiterei, wie wir sie heute kennen. Und genau, ich denke mal, es wird ganz gut klar, das sind jetzt keine Fotos aus dem Tierschutz, sondern das sind ja Turnierfotos von. Wir schauen uns ganz kurz die Sporenarten an, auch nur leider in der Kürze. Da gibt es eigentlich zwei Unterscheidungen. Es gibt bewegliche Sporen, die wir zum Beispiel aus Westernfilmen kennen. Das sind mit Rädchen, die abrollen können am Pferd. Sie sehen sehr martialisch aus, haben aber den Vorteil, dass sie nicht stechen, weil sie nicht starr sind. Also das heißt, sie können abrollen. Da ist der Nachteil, dass sie oft gezahnt sind oder scharfe Kanten haben. Und das heißt, es gibt dann mal Risse und Schnitte. Hingegen bei den feststehenden Sporen, wenn die zu stark eingesetzt werden, das ist mehr ein Stechen. Und das gibt dann eher Blutergüsse. Und was man dann natürlich nicht so sieht, das dürfen wir auch noch kurz überlegen, wie das ist. Leider sehen wir, durch das Fell des Pferdes können wir nicht sehen, ob es darunter irgendwelche Traumata oder Blutergüsse gibt. Was aber nicht heißt, dass das nicht der Fall ist. Sichtbare Verletzungen sind nicht so selten. Und zwar sehen wir hier diese Abriebstellen. Oft wird das damit begründet, das Pferd ist im Fellwechsel. Und das stimmt auch. Im Fellwechsel kann das schneller passieren. Aber gerade beim ersten Bild sehen wir das dann unter, oder wo der Fellverlust ist, da hat es auch einen kleinen Schnitt. Also es ist definitiv nicht nur der Fellwechsel allein. Und das Ganze kann natürlich dann auch zu ja, schweren Verletzungen führen. Das muss nicht immer beabsichtigt sein oder auch nicht durch rohe absichtliche Gewalt, sondern es langt zum Beispiel, wenn der Reiter, also im Polosport gab es mal ganz, ich sag mal, royalen Fall, wo ein Reiter mit einem anderen zusammengestoßen ist und dadurch wurde der Sporn dem Pferd dann ja in den Bauch gedrückt und dann entstand recht große Wunde. Also das kann natürlich auch so entstehen. Und auch hier wieder daran denken, das ist natürlich dann einfach nur das Sichtbare, aber Schmerzen, Unwohlsein oder Einblutungen, das kann natürlich schon längst vorher passieren, bevor wir jetzt das sehen. Es gibt eine Erfindung, und zwar den Sporenschutzgurt. Da gibt es verschiedene Hersteller, die uns jetzt nicht weiter interessieren und die werden auch im Sport verwendet. Eigentlich ist das ja was Positives. Allerdings hat jetzt zum Beispiel eine Kommission, also eine Arbeitsgruppe des französischen Parlaments, hat dem Olympischen Komitee Empfehlungen gegeben für Ausrüstung, die jetzt bei Olympia 2024 in Paris nicht mehr verwendet werden dürfen. Und da ist dieser Gurt mit aufgeführt. Wir schauen uns jetzt mal an, wozu das, ja, warum der da aufgeführt sein konnte. Hier haben wir einen Text aus dem Webshop, wo der vertrieben wird. Und da heißt es, der Schutzgurt dient vor allen Dingen dem Schutz des Pferdes, also was Positives. Er ermöglicht, das Pferd auch mit Sporenverletzungen regulär zu reiten, da man es nicht mehr notgedrungen schonen muss, bis die Wunden abgeheilt sind. Das heißt, wenn wir Wunden haben, wie wir sie da jetzt gesehen haben, oder auch schlimmer, also so, dass man eigentlich aufs Reiten verzichten sollte, kann man diesen Gurt anschnallen und es weiterreiten. Weiter heißt es, natürlich ist die Sensibilität des Pferdes dadurch beeinträchtigt. Wenn der Gurt darüber liegt, habe ich keinen unmittelbaren Kontakt mit dem Pferd und eventuell müssen die Sporen dann energischer eingesetzt werden. Ein zweiter Webshop, der das auch anbietet, dem war das vielleicht zu heiß, dass er dachte, oh, der Sporenschutzgurt, da sollen die Sporen fester eingesetzt werden. Er hat den Text abgeändert und schreibt dazu, eventuell muss die Gerte energischer eingesetzt werden. Das sind jetzt Texte von 2015, als wir damals zu dem recherchiert haben. Und jetzt habe ich diese Woche kurz vor dem Vortrag mal geschaut, was denn ja 7 Jahre später da steht. Und ich muss leider sagen, dass
dass ich da überrascht war. Ich hätte gedacht, es wäre mittlerweile vielleicht abgeändert worden, aber es steht tatsächlich immer noch derselbe Grund, da man das nicht mehr notgedrungen schonen muss, bis die alten Wunden abgeheilt sind. Also das heißt, dieser Gurt ermöglicht, das Pferd weiter im Sport starten zu lassen, obwohl es verletzt ist. Ja, und aus dem Grund hat die Arbeitsgruppe das in den Empfehlungen ja aufgeführt, dass das wie verboten sein soll an Olympia. Es sind insgesamt 46 Punkte, die alle sehr interessant sind, auf die wir heute aber nicht eingehen können. Dann gehen wir weiter zur Zäumung. Da ja der Kopf des Pferdes das Wichtigste ist, wird das auch der ausführlichste Teil sein. Und ich habe mal versucht, das so darzustellen. Hier haben wir einen Pferdekopf, wie der aufgebaut ist, wo denn eigentlich die Zäumung einwirkt. Und das ist nicht so simpel, wie es vielleicht von außen aussieht. Also das heißt, das Pferd hat das Gebiss im Mund und darüber wird das gelenkt, wie man irgendwie das Fahrrad lenkt, sondern es wirkt auf verschiedene Bereiche ein. Das ist der Interdentalraum, also das heißt der Raum zwischen den Zähnen, also der zahnfreie Kiefer. Und das ist anders als bei uns. Wir haben ja durchgehende Zahnreihen. Pferde haben ja wie eine Lücke dazwischen. Und das wird auch im Pferdesport wird das Laden genannt. Oder es wird auch sogar Gebisslage genannt. Also das heißt, der Bereich, wo das Gebiss liegt, aber nicht das Gebiss, Zähne, sondern eben das Mundstück, das, was zum Reiten gebraucht wird. Genau. Da wirkt es logischerweise auch dann auf den Oberkiefer kann es einwirken. Bei Zügelanzug wirkt es gegen die Zähne. Ich hoffe wirklich, Sie sehen meine Maus. Also wenn jetzt da beispielsweise das Gebiss liegt und der Zügel wird angezogen, dann sind da schon die Zähne. Das können wir auch im Hinterkopf behalten, wenn wir nachher dann noch andere Themen anschauen. Auf die Zunge wirkt es, weil da liegt es auf und die Zunge polstert auch diese Laden ab, also das heißt die Kieferknochen. Und Lippen- und Maulwinkel, das ist das, wie wir das kennen. Also wenn der Zügel angezogen wird, dann verändert sich der Maulwinkel und es gibt hier Falten in den Winkeln. Und bei den Zäumungen mit Kinnkette wirkt es auch noch aufs Kinn. Das Ganze wird jetzt noch potenziert durch gewisse Reithalfter, die dann aufs Genick wirken können, aufs Nasenbein, dann auf das Nasenbein und die Kinnfalte durch den Sperrriemen, den wir nachher noch genauer anschauen und auch die Region, wo die Backenstücke verlaufen. Denn hier gibt es einen Knochen, der sehr, sehr scharfkantig ist. Das ist aber nicht beabsichtigt. Gut. Wie sieht denn der Pferdekopf aus? Ganz ähnlich wie unser. Und zwar schauen wir mal die Nerven an. Es gibt den Trigeminusnerv, der besteht aus drei Teilen, den Augapfelnerv. Dann den Oberkiefernerv, der also die ganze obere Region versorgt, und den Unterkiefernerv. Und dann schauen wir uns mal an, wo eigentlich jetzt das Reithalfter liegt. Und die Verschnallung des Reithalfters, das ist wirklich Wissenschaft. Ich hoffe, es sind sich alle dessen bewusst, denn hier liegen die Nervenaustrittspunkte, die schauen wir gleich noch genauer an. Hier liegt das Jochbein und es darf definitiv darf es weder aufs Jochbein noch auf die Nervenaustrittspunkte aufliegen. Das ist nicht ganz einfach, den Punkt zu treffen. Das Jochbein, das wie gesagt, das ist je nach Pferd, das kann unterschiedlich ausgeprägt sein, aber es ist recht ja, starker und scharfer Knochen und es ist wenig Gewebe drüber. Das heißt, wenn da das ja, Reithalfter aufliegt oder scheuert, dann ist das schmerzhaft. Jetzt sehen wir nochmal den Schädel und das sind jetzt die Nervenaustrittspunkte. Und jetzt habe ich mal aus Wikipedia das rausgesucht. Das bezeichnet einen Bezirk, in dem ein peripherer Nerv eine Körperhöhle verlässt. Hier kann ein geringer Druck einen Schmerz auslösen. Einfach, dass wir das auch im Hinterkopf behalten. Und oben im Genick, da gibt es auch noch Nervenaustrittspunkte. Das ist jetzt von oben gesehen, das Pferdegenick, da wo der Genickriemen liegt. Und das wäre nochmal, wie es bei uns Menschen aussieht. Auch das, ja, ich denke, da darf man durchaus Parallelen ziehen.
Wir schauen die Gebisse genauer an. Auch das ist wieder verkürzt dargestellt, aber grob könnte man sagen, es gibt zwei Arten von Gebissen, die ohne Hebelwirkung, die wirken dann recht unmittelbar und die werden jetzt bei der englischen Reitweise, also bei der Turnierreitweise, die wir jetzt in Europa vor uns sehen, wird mit Anlehnung genutzt, das heißt mit ständigem Kontakt. Der Reiter hat also immer was in der Hand. Das schauen wir nachher auch noch genauer an. Dann gibt es Gebisse mit Hebelwirkung. Die werden eigentlich nicht mit Anlehnung genutzt, das heißt nicht mit ständigem Kontakt, sondern sie sind nur da, um Impulse zu geben. In der Realität sieht das leider oft anders aus und dann wird auch diese Zäumung wird auch mit Anlehnung genutzt. Also das heißt mit Dauerzug und Dauerdruck am Zügel. So sieht das aus, wenn das Gebiss, also das Trenzengebiss, im Pferdemaul liegt. Hier haben wir dann die Zähne und das wäre wieder der Unterkieferbereich ohne Zähne. Und da gibt es verschiedene Varianten. Und die gängigsten sind gebrochene Stangen oder doppelt gebrochene. Es gibt auch durchgehende, die sind aber eher selten, weil sie als sehr scharf gelten. Und wie wir das gerade gesehen haben, die wirken auf Maulwinkel, Laden, also in dem Sinne Unterkiefer und Zunge. Bei gebrochenen Gebissen ist das auch einseitig möglich. Das ist bei der Stange schwieriger, weil die ja aus einem Teil besteht. Und das ist der Vorteil von gebrochenen Gebissen, dass man das einseitig bessere Hilfen geben kann. Es gilt, je dünner das Gebiss, desto stärker die Einwirkung. Das ist einfach ähnlich wie bei den Sporen, das was Punktuelles, was Dünneres. Das erzeugt mehr Druck als was mehr Auflagefläche hat. Auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt Pferde, die sehr kleinen Mundraum haben und die mit ganz dicken Gebissen dann einfach nicht zurechtkommen, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes das Maul voll haben. Das ist der berühmte Nussknacker-Effekt. Wenn wir das Trenzengebiss die Zügel anziehen, dann bleibt das natürlich nicht gerade, sondern das stellt sich auf. Und der Nussknacker-Effekt wurde früher so beschrieben, so wie es da hier dargestellt ist, dass eben das Gelenk oben an den Gaumen stößt. Das wurde mittlerweile widerlegt, also durch Röntgenaufnahmen, das ist nicht so, aber er findet trotzdem statt. Einfach findet er insofern statt, dass der Nussknacker-Effekt auf den Unterkiefer wirkt. Dadurch, dass es diesen Winkel gibt, drückt es hier links und rechts auf den Unterkiefer. Und das ist dann der eigentliche Nussknacker-Effekt. Es kann sein, dass es trotzdem in den Gaumen stößt. Das kommt, wie gesagt, darauf an, wie groß die Mundhöhle des Pferdes ist, wie das Gebiss ist und auch, was wichtig ist, ob das Pferd das Maul öffnen kann. Wenn es das nicht kann, dann hat es viel weniger Spielraum. Das heißt, es ist alles recht eng und je nach, auch wenn es unpassende Gebisse gibt, besteht auch die Gefahr. Und dann gibt es noch die Gefahr, was ich vorhin als Vorteil genannt habe, dass man auch Hilfen geben kann mit einer Seite, dass wenn man es dann übertreibt, dann wird das Gebiss wie durchgezogen und dann, wir sehen das hier auf dem Bild, und dann quetscht das da den Maulwinkel und schauen wir die zwei Varianten nochmal genauer an. Der Nussknacker-Effekt, der ist natürlich nicht erwünscht. Um den abzuschwächen, wurden zweifach gebrochene Gebisse entwickelt, so wie da. Also das heißt, es gibt wie ein Mittelteil, der das verhindert. Es ist auf den beiden Bildern schon gut zu sehen, dass sich das ganz anders verhält. Damit werden die Laden, also wird der Unterkiefer entlastet. Es wird jedoch stärker auf die Zunge eingewirkt. Also das heißt, hier stellt sich das ja dann auf und dann liegt die Zunge wie frei dazwischen. Und hier drückt sich das Mittelteil, das drückt sich dann in die Zunge. Auch da gibt es ganz verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel Dogbone und anderes, was wirklich recht scharfe Wirkungen hat und was dann nicht empfehlen ist. Bei diesem Gebiss, beim ersten, beim einfach gebrochenen, kann das Pferd relativ gut mit der Zunge dagegen gehen. Also das heißt, es kann die Zunge anspannen. Die Zunge ist ja Muskel, die hält relativ viel aus, natürlich auch nicht unbegrenzt und kann das wie abpolstern.
dadurch, dass sie bei dem doppelt gebrochenen Gebiss mehr eingequetscht ist und mehr direkte Einwirkung hat, ist das da nicht so möglich. Genau, jetzt muss sich jede Person, die das einsetzt, muss sich gut überlegen, was kann mein Pferd denn besser ertragen. Es gibt eine Studie von Frau Uhlig von 2009, die hat das recht genau untersucht und da, von der Studie stammen auch die Bilder. Und jetzt sehen wir das ganz gut im Vergleich, dass hier die Trense, die natürlich, ja, also man muss sagen, sie ist dünner, aber die hier mehr auf die Zunge wirkt, das ist die doppelt gebrochene Gebiss und das ist das Einfache. Hier wirkt es mehr, hier mehr auf den Kiefer und da mehr auf die Zunge. Diese Gebissart gilt als die sanfte, also das heißt, die für Jungpferde gebraucht wird und die auch am häufigsten verwendet wird für Anfänger und für alle, die, ja, die noch nicht so weit ausgebildet sind, sei es jetzt Pferd oder Reiterin oder Reiter. Auf dem Röntgenbild, auch von der Frau Uhlig, sieht man wirklich sehr schön, wie es bei starkem Zug hier die Zunge eigentlich wie einkerbt. Also es besteht richtig ein kleines Loch. Gut, damit haben wir das abgehakt und schauen die Hebelgebisse an. Und die sind etwas ausgefeilter. Die haben nämlich wie ein Gegenstück. Und wir schauen das gleich genauer an. Ich würde das jetzt mal überspringen. Da ist es einfach so, dass durch diese Hebelwirkung die Zügelhilfe 3- bis 32-fach verstärkt werden kann. Wir sehen hier den Hebel, wenn der angenommen wird, dann beginnt er zu wirken. Und das funktioniert so. Also erstmal gibt es ja wie beim anderen Gebiss auch den direkten Druck, zum Beispiel auf die Maulwinkel, Laden und Zunge. Zusätzlich wird durch die Hebelwirkung hier oben das Genick angesprochen. Und dadurch, dass es hier noch eine Kette hat zwischen dem Gebiss und dem Kinn, also es liegt um das Kinn um, dann ja, wird eigentlich dann der Unterkiefer gequetscht. Es ist nicht nur schlecht, es ist auch so, dass dadurch die Wirkung auch wie reglementiert wird. Also wenn es die Kette nicht geben würde, dann könnte man den Hebel da bis ins Unermessliche ziehen. Also das, solche Varianten gibt es auch. Die wirken aber nicht angenehmer fürs Pferd. Es ist so, dass Reiter und Pferd müssen Kandarrenreife haben. Also das heißt, bevor man dieses Gebiss benutzt, muss man weit ausgebildet sein. Und das Reiten sollte zügelunabhängig sein. Der Vorteil soll darin liegen, dass ähnlich wie bei den Sporen, dass die Hilfen feiner werden. Natürlich habe ich, wenn ich sowas einsetze, dann muss ich viel weniger Kraft aufwenden. Also das ist eigentlich das Feine. Fein heißt eigentlich jetzt im Pferdesport, dass ich eigentlich wie aufrüste. Wenn ich schärfere Zäumungen benutze oder zum Beispiel Sporen statt keine, dann brauche ich weniger Kraft, weniger Aufwendung, um eigentlich den gleichen Effekt zu erzeugen. Das Ganze gehört natürlich nicht in die Hände von Anfängern, weil das sehr scharf wirkt. Ja, da kommen noch die. Dann gibt es noch die Kombination von beiden Gebissen. Die ist in einigen Prüfungen in der Dressur zum Beispiel ab gewissen Klassen vorgeschrieben. Und das heißt, das Pferd hat dann zwei Gebisse im Maul, die verschiedene Wirkungen haben. Und auch da ist es eigentlich so, dass das Trensengebiss in Anlehnung genutzt wird und die Kandare nur Impulse gibt. Auch da, das ist in der Realität, ist das nicht so. Also in der Realität ist es so, dass meist beides mit Anlehnung genutzt wird. Ursprünglich wurden die Hebelgebisse auch für was ganz anderes entwickelt. Also ursprünglich war das immer einhändige Zügelführung. Und es ging wirklich da um Impulse, also nicht um dauerhaften Druck. So wird es von innen aussehen. Wenn man von hinten nach vorne schaut, liegen da die beiden Gebisse. Das Trensengebiss liegt eigentlich hinter dem Kandarengebiss oder Hebelgebiss. So sieht das dann aus. Das hier ist der Teil, der im Pferdemaul liegt. Das sind die Hebel. Je länger die sind, desto schärfer wirkt das. Und das ist dann die Kinnkette, die ums Kinn gelegt ist.
gut. Wir können uns vorstellen, dass das auch Probleme mit sich bringen kann, wenn man Metall in den Mund von jemandem legt. Und da wurden verschiedene Verletzungen dokumentiert. Also die unmittelbarste ist sicher die Maulschleimhautverletzung, wo es dann aufliegt. Dann Maulwinkelverletzung und Unterkieferverletzung. Das ist dann schon was Gröberes. Und auch die Zunge kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Die schauen wir uns jetzt schnell an. Das ist nochmal die Nahaufnahme. Hier sieht man eigentlich ganz gut, wie sehr das gequetscht wird. Und es hat auch ein bisschen Blut. So soll es nicht aussehen. Also das ist nicht das, was angestrebt wird. Einfach, genau, das ist jetzt nicht, dass es so aussehen muss, aber das tut es manchmal. Die Pferdezahnstation Hoppegarten, ja, hat das mal dokumentiert. Und da sehen wir das eigentlich, wie ich sage mal, drei Stufen. Das sind so die ersten Risse oder Schnitte. Das ist jetzt hier der Unterkiefer. Und wir müssen uns das so vorstellen, eigentlich wie bei uns, dass, ja, vielleicht können wir das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob Sie mich sehen. Ich habe meine Kamera gerade nicht im Blick. Wir können mal hier mit dem Finger reinpieksen und da merken wir eigentlich, dass das recht empfindlich ist. Und das ist bei Pferden natürlich auch so, dass das Zahnfleisch, das ist nicht sehr dick und das liegt unmittelbar auf dem Knochen auf, der ähnlich wie das Jochbein auch sehr scharf ist. Also es ist ein spitzer Knochen, der ist nicht irgendwie sehr breit und abgerundet. Das ist dann schon die letzte Stufe. Also das, was wir da sehen, das ist kein Zahn, sondern Knochen. Also das heißt, da ist das schon so weit fortgeschritten, die Verletzung, dass der Knochen sichtbar ist. Da gibt es eine Studie aus diesem Jahr von Martin Swoboda und Verletzungen der Laden, also eben da, wo die Gebisslage ist oder der Unterkiefer, dass er sagt, das sind meistens reitsportindizierte Verletzungen. Also es passiert selten gibt selten andere Ursachen. Maulwinkelverletzungen sind noch das, was am schlüssigsten ist, so wie wir das Gebiss verstehen. Zügel angezogen werden, dann entsteht Spannung. Und bei Pferden ist es so, dass es wie noch viel Gewebe gibt innerhalb der Maulwinkel. Das sollte regelmäßig kontrolliert werden, nicht nur vielleicht bei der zahnärztlichen Untersuchung, sondern auch von der Person, die es betreut, selbst. Weil da verstecken sich oft die Verletzungen, die auch unerkannt bleiben. Und das gibt dann Quetschungen, Geweberissen. Auch da ist die Zügeleinwirkung der Grund. Unterkieferverletzungen, das gehen wir noch eine Ebene tiefer, das wären dann wirklich Verletzungen am Knochen selbst. Und es ist sehr interessant, dass Funde, also archäologische Funde, schon diese Befunde zeigen. Also das heißt, Knochenveränderungen wurden bei archäologischen Funden, es gibt zwei Untersuchungen dazu, bei dem einen wurden es bei 87,5 der untersuchten Tiere gefunden und bei den anderen immerhin noch 47. Also das heißt, es ist nicht ganz unüblich. Das hat natürlich den Nachteil, dass es nicht gesehen wird, weil es unter dem Gewebe ist. Also das ist sehr schwierig, das jetzt zu sehen einfach. Ups. Oh, Entschuldigung. Genau, also Martin Swoboda schreibt dazu vor allen Dingen Sportpferde, insbesondere Dressurpferde und solche, die mit durchschnittlichem Zügelkontakt geritten werden, leiden an schmerzhaften eben diesen Knochenveränderungen. Das ist wieder was Sichtbares. Und zwar ist das Reiter, der vor einigen Jahren das war sehr Blauzungenskandal. Und zwar hat das Pferd die Zunge heraushängen lassen und die war schon ganz blau, weil das Gebiss die Blutzufuhr abgeklemmt hat. Kurz danach gab es noch einen zweiten Fall. Ich habe das mal noch vergrößert. Auch hier sehen wir wieder, wie die Gebisse, also zu sehen ist das Hebelgebiss, was hier die Zunge abdrückt, aber es wirken ja beide Gebisse. Das können wir einfach leider nicht sehen. Genau, und Reiter, der darauf angesprochen wurde, der hat dann gesagt, es gibt schon mal blaue Zungen. Und genau, das gäbe es schon mal. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel aus einer anderen Sportart. Und auch hier
sieht man, also der gewisse Einsatz der Zügelzug ist so stark, dass sich die Zunge verfärbt. Das war jetzt aus dem Trabrennen. Und man sieht auch, es ist leider recht dunkel, aber man sieht, dass hier die Zunge blau verfärbt ist. Auch das kann also überall auftreten, wenn da die Zügelkräfte zu stark sind. Das ist nicht, dass man jetzt sagen kann, das passiert nur in einer Sportart. Wir haben vorhin im Schema gesehen, dass die Zähne recht nah am Gebiss sitzen, oder eigentlich muss es umgekehrt aussehen, das Gebiss sitzt nah an den Zähnen. Und ein Pferdezahnarzt sagt dazu, schon 2 Kilogramm Anlehnung bringen das Gebiss direkt an die Backenzähne. Also 2 Kilogramm, das ist gerade, wenn man die Zügel annimmt, das wirkt ungefähr 2 Kilogramm. Und das ist jetzt, da wird der Zügel angenommen und dann schlägt es gegen die Zähne. Weiter sagt er, es gibt kein optimales Gebiss, man kann die Nachteile nur minimieren. Auch da gibt es eine Lösung. Und zwar kann man Sportpferden, ich habe leider keine Studie gefunden darüber, wie oft das gemacht wird, aber man kann das Bit-Seating, also eigentlich den Sitz des Gebisses verbessern, indem die vorderen Zähne wie abgeraspelt werden, also abgerundet, dass das Gebiss nicht daran schlägt. Und bei einigen Sportpferden wird das präventiv gemacht. Und da besteht die Gefahr, dass wenn zu viel Substanz entfernt wird, dann liegt gleich der Zahnnerv offen. Und das wird dann noch schmerzhafter und damit, ja, also es ist eine heikle Sache. Und der Martin Swoboda empfiehlt das in einigen Fällen, das zu machen. Und genau, ich denke, das müsste man individuell anschauen. Und ja, es kann aber dann natürlich zu Problemen bei der Nahrungsaufnahme führen und Widersetzlichkeit beim Reiten, weil freiliegende Zahnnerven, wenn die dann vom Metall berührt werden, ja, das ist definitiv nicht angenehm. Deswegen ist die weiche Hand sehr wichtig. Also das ist wie das oberste Gebot bei den Zügelhilfen, dass die Hand weich sein muss. Und jedes Gebiss ist nur so hart wie die Hand. Das heißt, eigentlich liegt es gar nicht am Gebiss, sondern an der Person, die hinten dran hängt. Und in der Reitweise, wie wir sie anschauen, hier das klassische Reiten, das ist so, dass es diese Anlehnung braucht. Die Anlehnung ist eigentlich dauerhafte Zügelanspannung, dass es einen gleichmäßigen Kontakt zum Pferdemaul hat und dass man dann über diesen Kontakt die Zügelimpulse geben kann und das Pferd dann reagiert. Das sollen wenige Gramm sein. Und dann sind die Pferde entspannt, wenn sie speicheln und kauen. Dazu muss man sagen, es gibt verschiedene Arten von Speichel. Der erwünschte Speichel, das ist der, den wir hier sehen, das ist ein dünnflüssiger und der kommt vom Entspannungsnerv. Es gibt aber auch anderen Speichel, also der ist dann richtig zähflüssig, dick, weiß, tropft vom Maul. Und das ist eigentlich dann schon ein Stresszeichen und für Erregungszustand. Dazu kommt manchmal, dass vom Reiten oder von der Kopfposition die Ohrspeicheldrüse gequetscht wird und dadurch wird die Speichelproduktion angeregt. Und genau, das ist eigentlich auch nicht erwünscht. Auch das hat die Frau Uhlig untersucht und schon andere Personen. Und dabei kam raus, es gibt eigentlich keinen gleichmäßigen Zügelzug. Er kam niemals zustande. Und stellt der Reiter aktiv eine feine Anlehnung her, wird die Zunge mit 4 Kilo belastet. Also feine Anlehnung, das ist wirklich das Minimum. Also man nimmt wirklich die Zügel auf und hat den Kontakt. Also es gibt die Anlehnung, ich habe sie selber schon gespürt. Genau, was es aber nicht gibt, also das, was man spürt, ist nicht unbedingt das, was auch passiert. Denn es gibt diese gleichmäßige Anlehnung praktisch nicht. Wir empfinden sie so, aber das Pferd empfindet sie nicht so. Sondern bei ihm kommen diffuse Signale an, die sich pro Sekunde mehrmals verändern. Das ist insofern erklärlich, das Pferd bewegt sich, ich bewege mich mit, meine Hände bewegen sich, wir sind ja nicht statisch. Also eigentlich ist es wie, ja, wie selbsterklärend. Dann kommen wir dazu, ob es wirklich wenige Gramm sind. Auch da muss ich Sie leider enttäuschen. Das wird oft unterschätzt, die Einwirkung, die da stattfindet. Und dauerhafte Belastung von 5 Kilo gilt als nicht vertretbar, existiert aber. Und
da die doppelte Kraft wirkt, das heißt, ich habe ja zwei Zügel in der Hand, kann man das Ganze noch multiplizieren. Und so alleine im Halten gibt es dann schon 15 Kilo im Pferdemaul. Und auch da darf man sich das selber mal vorstellen. Es sind dann wirklich 15 Kilo auf Zunge und Zahnfleisch und im Gesicht. Also es ist wirklich, es hängen 15 Kilo im Gesicht eines Tieres. Zufrieden kauen. Das darf auch in Frage gestellt werden. Und zwar hat die Frau Ulig herausgefunden, dass es eine Zungenwulst gibt bei den Röntgenaufnahmen, die sie da gemacht hat. Und das deutet sie so, dass das Pferd das Gebiss aus dem Maul drücken möchte. Und bei hoher Anlehnung arbeitet das Pferd mit ständiger Zungenkontraktion gegen den Druck. Also das, was wir eigentlich möchten, dass ich das Pferd spüre am Gebiss und dass es das annimmt und kaut, das könnte auch, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass das eigentlich Ablehnung ist. Auch da wieder der Rucksackvergleich, wenn ich jetzt wandern bin, ich habe den Rucksack auf, und der drückt mich, der ist sehr schwer, der zieht mich nach hinten. Auch da habe ich, wenn ich dann die Träger des Rucksacks, wenn ich die dann rumschiebe, wenn ich mit der Hand zum Beispiel dazwischen gehe und die anhebe, dann ist mir das angenehmer, als wenn ich nichts mache. Also als wenn ich, weil der Druck verlagert sich und dadurch ist es mir dann angenehmer. Manche Pferde versuchen, sich dagegen zu wehren. Wir werden diese Abwehrreaktionen gleich noch genauer anschauen. Allerdings ist da das Problem, wenn die Zunge über das Gebiss gelegt wird, dann kann sie den Unterkiefer nicht mehr abpolstern. In dem Fall liegt das Gebiss dann direkt auf dem Zahnfleisch, was dann noch schmerzhafter wird. Und also eigentlich können sie sich dann nur bildhaft gesprochen zwischen Pest und Cholera entscheiden. Jetzt kommen wir nochmal zum Kauen. Ja, genau. Die Frau Ulig hat herausgefunden, dass relativ schnell Schleimhautrötungen auftragen, selbst wenn das Gebiss nur mit 2 bis 5 Kilo hin und her rutschte. Und dann geht sie nochmal auf die Verletzungsgefahr ein, die haben wir ja vorhin schon angeschaut. Es gibt diverse Studien zur Maulgesundheit, das ist sehr, sehr schön, denn ohne die Studien, ja, weiß man gar nicht, was eigentlich passiert. Und hier haben wir eine Studie zum Trabrennsport. Da sehen wir so ein Trabpferd. Ich würde ganz kurz darauf eingehen, was es da im Maul hat. Und zwar sind das verschiedene Gebisse. Das ist das Gebiss, wo die Leinen eingehakt sind, womit der Fahrer es steuert. Dann gibt es hier das Overcheck-Gebiss. Das führt hier über den Oberkiefer, über den Kopf nach oben. Das schauen wir nachher noch genau an, wie das funktioniert. Und dann gibt es noch die Spielkette. Die Spielkette ist dafür da, dass das Pferd angeregt wird, auf dem Gebiss zu kauen, damit zu spielen und dass es das Gebiss dann annimmt. Wir sehen jetzt aber hier in der Praxis, bei starkem Zügelzug ist das gar nicht möglich. Also weil es wird hier so eingequetscht, dass es da an Spielen nicht zu denken ist. Ganz kurz zur Studie. Von 261 Pferden sind ganze 84% mit Verletzungen aufgefallen. Für mich war das auch ein überraschender Wert. Ich hätte vielleicht gedacht 50%. Und davon wurden 21% als leicht, 43% als mittelgradig und 20% sogar als schwerwiegend eingestuft. 5% dieser Pferde hatten auch noch Blut am Gebissstück. Außerhalb war nichts zu sehen. Deswegen können dann Verletzungen im Maul nicht ausgeschlossen werden. Ganz kurz möchte ich noch auf weitere Untersuchungen eingehen. Und es gab schon 2008 Untersuchungen bei Island. Oh nein, Entschuldigung, ich habe jetzt das, genau, nicht bei Islandpferden, sondern bei Warmblütern. Da gab es einen Vergleich zwischen gerittenen und ungerittenen Pferden und wie da die Schleimhautverletzungen verteilt sind. Und es hatten tatsächlich 94% der gerittenen Tiere im Wangenbereich Schleimhautverletzungen und die Kontrollgruppe, die ungerittenen Tiere, bei denen ist das gar nicht aufgetreten. Dann die dritte Studie, das ist die an den Islandpferden, die in der Einleitung steht bereits, dass es weltbekanntes Problem ist, dass diese Verletzungen auftreten. Und da wurden insgesamt 424 Pferde untersucht, von denen 125 Läsionen hatten. Und 32 sogar schwere. An der Studie ist sehr interessant, dass 77 der Tiere wurden vorher und nach der Prüfung untersucht. Und vor der Prüfung, also bevor sie im Finale gegangen sind, hatten sie 8%
Befunde und nach der Prüfung hatten sie 31. Also da kann man sicher davon ausgehen, dass das damit zu tun hat und dass es keine anderen Gründe hatte. Das letzte ist die von Herrn Swoboda erwähnte Studie. Er hat 748 Pferde bei der Routinezahnkontrolle untersucht. Und sein Ziel ist die Erfassung solcher Befunde zu standardisieren. Das heißt, er hat einen Fragebogen oder Bewertungsbogen für den Turniertierarzt entwickelt und auch eine App. Also das heißt, wenn der Turniertierarzt Kontrollen macht, dass das wie genormt ist. Also das wird dann sicher wieder neue Studienergebnisse geben und die ganze Erfassung wäre auch einfacher. Genau, bei ihm waren 35,8 Tiere betroffen. Davon haben Einzeltiere bis zu 6 Befunde gehabt. Die meisten waren im Bereich der Mundwinkel, der Wangeninnenseiten, am Unterkiefer und auch an den Backenzähnen. Auch da kann ich nur empfehlen, die Studien genauer anzuschauen. Wir haben leider für das nicht die Zeit. Dann gibt es hier noch einen Test, der David Meller erfunden hat, sage ich mal. Den können Sie gerne mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich denke, man muss gar nicht unbedingt das jetzt mit dem Kuli machen. Das simuliert den Gebissdruck auf das Zahnfleisch. Man kann das zum Beispiel, um die Zunge zu simulieren, kann man das zuerst ohne, also so machen von außen. Das heißt, dann wäre Gewebe dazwischen und dann kann man es auch dann mal im Mundinneren machen, dass man dann ja das eigentlich spürt, wie es ist, wenn es direkt auflegt. Und ja, machen Sie das auch jetzt mal. Ich kann Sie ja nicht sehen. Sie haben wahrscheinlich die Kamera ausgestellt. Können Sie einmal, Sie haben ja auch die gleichen Nervenaustrittspunkte. Vielleicht schauen Sie das mal genauer an, probieren das aus, wo, wie fühlt sich das an. Und was Sie auch machen können, um dann die definitive, ja, den Druck zu messen, können Sie ja vorher mit dem Finger auf die Küchenwaage drücken. Und wenn Sie da 2 Kilo erreicht haben, was ja das Minimum ist, und dann versuchen Sie das mal zu simulieren. Es gibt noch einen weiteren Test, wollte ich vorhin schon bei den Trenzenzäumungen zeigen. Da ich meine Kamera ausgesteckt habe, hoffe ich, dass Sie das sehen. Und zwar habe ich hier ganz gängiges Gebiss, das ist sogar ein mildes. Und um den Unterkiefer zu simulieren, können Sie sich das auf den Unterkiefer legen. Und ich habe jetzt hier ein Gewicht, also es ist ein Türstopper, das muss nichts Professionelles sein. Sie können auch beispielsweise 4 Kilo Mehl nehmen und dann können Sie das mal anhängen und schauen, wie lange Sie das halten können. Weil Sie merken dann recht gut, wie sich das aufstellt und wie Ihre Hand, der simulierte Unterkiefer, darauf reagiert. Also ich kann Ihnen sagen, ich bin da recht schlecht trainiert. Ich kann das nicht sehr lange. Aber wer Zugang hat zu Gebissen oder vielleicht selbst aktiv im Sport ist, so lässt sich ganz gut ausprobieren, auch wie verschiedene Gebisse eigentlich wirken. Die Stangen zum Beispiel schnüren das nicht sehr ein und der Druck ist besser verteilt, was natürlich dann auch nicht heißt, dass das angenehm ist. Damit hätten wir den Gebissteil durch. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte erreicht. Ich danke Ihnen, dass Sie noch dabei sind, trotz schönes Wetters. Und dann schauen wir noch die gebisslosen Zäumungen an. Die gibt es ja natürlich auch. Und eigentlich sind das ja sogar die Älteren, die es zuerst gab. Die wirken auf das Nasenbein und die Nervenpunkte, die wir vorhin schon gesehen haben. Und sie werden ohne Anlehnung verwendet. Also es bedeutet, sie werden über Signale verwendet und oft ist es sogar so, dass das Signal zuerst über das Anlegen des Zügels an den Hals funktioniert. Also das wäre der erste Schritt, dass ich mit dem Zügel am Hals signalisiere, es kommt jetzt eine Hilfe und wenn das Pferd dann nicht reagiert, dann würde eigentlich dann erst die eigentliche Zügelhilfe im Gesicht ankommen. Das ist ein Kappzaum, der ist jetzt nicht zum Reiten gedacht, sondern er ist, um das Maul zu schonen, zum Anreiten junger Pferde, zum Longieren. Und das besteht aus einem Naseneisen, das ganz dick mit Leder ummantelt ist und auf dem Nasenbein anliegt. Und das ist oft anatomisch geformt, das heißt, das schmiegt sich recht gut an. Und so werden dann die Hilfen, also in dem Fall, Sie sehen, da ist die Longierleine eingehängt, wirken die so. Dann gibt es einen Sidepull.
und Knotenhalfter, das ist auch immer populärer geworden. Da muss man dazu sagen, wir sehen, wo das aufliegt. Also diese Knoten, die können auch die Nervenaustrittspunkte dann unangenehm berühren, je nachdem, wie das verwendet wird. Und was wir auch vielleicht bedenken sollten, es gibt ja nicht nur diesen einen Nervenaustrittspunkt, das Gewebe rundherum, das ist ja auch mit den Nerven versorgt. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich nicht genau diesen Punkt treffe, dass es dann nicht gespürt wird oder dass es nicht ankommt. Dann gibt es noch das Hackamore, das besteht aus dem Bosal. Ich zeige Ihnen das mit dem Maus, das ist der Teil, der oben auf dem Nasenbein aufliegt, und das ist die Beccate. Das besteht aus Rohhaut, also das ist aus der kalifornischen Reitweise, besteht aus Rohhaut. Und auch da, das wird zuerst, merkt das Pferd den Zügel am Hals, und wenn der nicht funktioniert, also das muss man sagen, so funktioniert das Ganze, der Druck wird dann immer wieder gesteigert, bis das Pferd dann reagiert, und später greift dann die Zäumung, und auch die liegt wieder auf den Nervenaustrittspunkten. Ja, generell gilt das als pferdefreundlich, die gebisslosen Zäumung. Wie gesagt, da der Pferdekopf über die Nerven und auch dadurch, dass das Nasenbein nicht gut gepolstert ist, wenig Gewebe dazwischen, ist das auch nicht ganz ohne. Jetzt schauen wir die schärferen Varianten an. Da habe ich mal zwei rausgesucht, und zwar ist das Hackamore. Das Mechanische, das anders als das, was wir vorhin gesehen haben, das Bosal, das schärfer einwirkt, weil es auch eine Hebelwirkung hat. Und da gibt es das Englische und das Deutsche. Das Englische hat hier einen Lederriemen und das Deutsche hat hier, das ist Metall. Also da gibt es jetzt ganz dünnen Gummi- oder Lederüberzug. Und genau, wenn wir an die Wirkungsweise denken, wenn ich jetzt hier den Zügel annehme, dann wirkt das hier auf den Nasenrücken und hier greift dann die Kinnkette als Gegenstück. Also auch gebisslos ist nicht unbedingt freundlich. Diese Gebisse werden oft im Springsport eingesetzt und da auch mit Anlehnung, also das heißt mit dauerhaftem Kontakt. Da wird dann nicht mit Signalreitweise geritten, sondern in der klassischen Art. Das Ganze lässt sich natürlich kombinieren. Hier sehen wir einige Beispiele von diesen Tandem-Bits, die übrigens auch jetzt auf der Liste sind, die dem Olympischen Komitee eingereicht worden sind, also dass die dann 2024 an Olympia nicht mehr verwendet werden dürfen, weil wir haben natürlich jetzt hier die doppelte Einwirkung auf Nasenrücken und aufs Maul. Und auch als Laie, denke ich, sehen wir auch an den Gesichtern der Pferde, dass sie das als unangenehm empfinden. Die Serretta ist was Spezielles. Und zwar ist sie ähnlich wie der Kappzaum, dass sie nur auf den Nasenrücken einwirkt und auch zum Anreiten benutzt wird. Sie kommt aus der iberischen Reitweise mit dem Trend zu gewissen Pferderassen aus dem spanischen und portugiesischen Raum, steigt dann auch das Interesse an diesen Hilfsmitteln. Und es gibt hier eigentlich zwei Varianten. Es gibt noch viele mehr, aber das sind so die gängigen. Das hier ist die scharfe Variante, Serretta Viva. Die hat ganz scharfe Zacken und da gibt es keine Ummantelung. Das liegt so auf dem Nasenrücken. Und dann gibt es noch die etwas mildere Variante, Serretta Matada. Die hat abgerundete Zacken. Das Ganze gibt es auch noch als Eisen, was man direkt unter das Reithalfter schnallen kann. Da gibt es verschiedene Varianten, aber das ist so das ungefähr, wie es funktioniert. Aus Spanien importierte Pferde haben oft diese Narben, weil das passiert ab und zu mal. Hier sehen wir das Ganze in Aktion, kombiniert mit der Kandarrenzäumung. Und da gibt es noch eine Variante, die mit Leder ummantelt ist. Jetzt, wer keine unschönen Bilder mag, sollte jetzt wegschauen, weil wir uns ganz kurz noch Verletzungen anschauen, die da entstehen können. Und die hier zum Beispiel, das ist bei einem Stierkampfreiter passiert, der musste 600 Euro Strafe zahlen. Und es gab dann wie einen Vergleich, also es kam gar nicht zum Verfahren. Was Ähnliches wird auch bei diesen sogenannten Eselstaxis, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das aus den Ferien, das gibt es noch oft bei Eseln und Maultieren, wird statt Gebiss auch das verwendet. Gut.
Und in Frankreich gibt es was Ähnliches. Das Ganze ist aber flexibler, das heißt, es ist kein starres Metall, sondern es ist wie eine Art Fahrradkette, die auf dem Nasenrücken aufliegt, allerdings sehr, sehr tief. Wenn wir jetzt uns noch mal das Bild vor Augen halten, dass hier das Nasenbein, wie das ausläuft und wie empfindlich das ist und freistehend, dann sehen wir auch, wie das Ganze wirkt. Das ist aus der Gebrauchsreiterei, also das heißt, die Rinderhirten in der Camargue, die sind natürlich darauf angewiesen, dass die Pferde schnell reagieren, wenn es vielleicht brenzlig wird und dass sie ihre Arbeit verrichten können. Und auch da besteht die Gefahr, wenn jetzt ich mir so ein Pferd zulege, weil ich das romantisch finde, die weißen Pferde, die schwarzen Stiere, dass ich dann originale Ausrüstung haben möchte. Da habe ich im Internetforum ein schönes Beispiel, wo eine Reiterin sich das selbst zusammenbastelt und sie schreibt, die Kette stammt von einem kleinen Moped, die Ringe sind vom guten Ponyhalfter und die Schrauben aus dem Baumarkt. Das heißt, sie, weil sie es nicht gefunden hat, wo es Online-Shops gibt, wo es das gibt, dann ja, bastelt sie sich das selbst. Auch da, wir können nicht sagen, dass gebisslos immer was Angenehmes ist und in der Motion von der Merit Schneider sind zum Beispiel die, alles, was mit blankem Metall auf Nasenrücken aufliegt, das ist in der Motion drin, dass das auch in die Tierschutzverordnung ja einfach auf die Verbotsliste kommt. Das lasse ich mal so stehen. Und zwar sehen wir zwei Pferde, eins mit Gebiss geritten, eins gebisslos und beides sind Springprüfungen. Und daran wird deutlich, dass man definitiv nicht einfach sagen kann, gebisslos, das ist immer gut und Gebiss ist immer böse, sondern das kommt wirklich darauf an, wie das verwendet wird. Was wir hier auch sehr schön sehen, sind, wie dann eigentlich die Pferde reagieren auf diese Einwirkung. Und damit kommen wir zum nächsten Teil, wo wir das genauer anschauen. Was können denn die Pferde eigentlich machen? Wie reagieren sie auf den Druck? Welche Möglichkeiten haben sie, um damit zurechtzukommen? Und genau, das schauen wir jetzt genauer an. Da gibt es Verschiedenes. Sie haben gewissen Spielraum, sich dem zu entziehen. Es gibt allerdings das Problem, dass wenn sie auf die Hilfen, die ich gebe, nicht reagiere, dass das als ungehorsam gilt. Oder Unart oder Untugend, weil das Pferd sich den Hilfen entzieht. Das heißt, ich gebe diese Hilfen und das Pferd lehnt die ab. Und heute heißen Unarten unerwünschtes Verhalten. Und das ist eigentlich natürliches Verhalten. Also zum Beispiel auf Druck oder Schmerz reagieren wir zum Beispiel ganz genau gleich. Aber es ist in diesem Kontext unerwünscht. Also das heißt, dieses Verhalten ist absolut natürlich und normal. Aber es hat aus meiner Sicht jetzt als Reiterin, hat das für mich jetzt, ja, das hat jetzt da nichts, das will ich einfach nicht. Weil das natürlich meine Hilfen, ja. Ach, schön. Da gibt es dann Möglichkeiten, wie man das unterbindet. Das schauen wir dann nachher noch genauer an. Kopfschlagen, das ist auch zum Beispiel sowas, was gar nicht groß auffällt, weil das im kleineren Stil, wenn es nicht gerade wirklich auffällig ist, dass der Kopf ganz gerade in die Höhe geht, das ist häufiges Verhalten und auch das ist in unserem Kulturkreis, das kennt man, man nimmt das gar nicht so wahr, weil es passiert einfach. Pferde reißen den Kopf hoch, um einfach das Ganze zu entlasten. Also wir haben ja auch verschiedene Beispiele aus das Dressurreiten, Springen, Western und hier, ich denke, das ist auch das Turnier, aber es kann auch dann Freizeitreiten sein. Also es kann immer und überall aufpassen, weil die Pferde sind ja, auch wenn sie in verschiedenen Sparten starten, sind sie ja wie gleich gebaut. Der Grund ist vor allen Dingen der Druck auf die Laden, wird wie weggenommen. Das heißt, wenn der Kopf in der Position ist, wir sehen das hier sehr schön, dann wirkt das Gebiss hier über den geraden Zügel auf die Maulwinkel und dadurch wird der Unterkiefer entlastet. Das ist sicher der Hauptgrund für das, aber es können auch eingequetschte Nerven sein. Es kann sein, wenn das Pferd länger in enger Halsposition geritten wird, dass es einfach den Hals strecken muss, weil ihm da die Muskeln schmerzen. Die Ursachen sind ja, verschieden. Maulsperren, das ist auch eine Möglichkeit, um den Druck wie zu entgehen oder den abzumildern. Dafür gibt es Punktabzug, weil das wie ein Indiz ist, dass meine Hilfen nicht fein sind. Also meine Hand ist dann zu hart.
Und auch das gibt es in allen Sparten. Bester Sport, das ist Trabrennen, Dressur, das ist ein Ponywettbewerb und das ist was Traditionelles in Afghanistan, das Buzkashi. Und hier, ich finde an dem Bild, lässt sich sehr gut sehen, wie weit Pferde ihr Maul öffnen können. Also das ist, ja, das sollten wir vielleicht auch noch mal im Hinterkopf behalten. Dann gibt es noch Zungenfehler, die ja eigentlich keine Fehler sind, sondern auch nur der Versuch des Pferdes, der Hilfe zu entgehen. Und ja, sie schützen damit die Maulwinkel, wenn sie zum Beispiel die Zunge zwischen Maulwinkel und Gebiss schieben oder die Laden. Sie können auch die Zunge selbst entlasten. Wir haben ja gesehen, dass sehr viel Druck auf der Zunge aufliegt, die ja als Muskel viel ertragen kann, aber die dann vielleicht doch mal schmerzt. Und auch das gibt es in verschiedenen Ausprägungen und in allen Sportarten. Das Ganze kann zu einer Verhaltensstörung, zu einer Stereotypie werden, die dann ganz schwer, also eigentlich gar nicht abzustellen ist. So, wenn das noch nicht der Fall ist, wenn das wirklich nur die Reaktion ist auf meine zu harte Hand, dann kann ich das umgehen, indem ich einfach meine Hilfen feiner gebe und dann kann das wieder verschwinden. Ja. Dann gibt es noch eine weitere Variante. Wenn ich jetzt den Zügel annehme und er unter Spannung ist, kann das Pferd sich dem entziehen, indem es sich verkriecht. Also das heißt, wir sehen das hier. Es nimmt den Kopf so weit an, dass der Zügel dann durchhängt. Das heißt, er ist dann, das Pferd ist dann hinter dem Gebiss, nennt sich das. Ich kann nicht mehr einwirken, weil der Zügel durchhängt und das Pferd entzieht sich so den Hilfen. Dann gibt es noch andere Varianten. Das ist dann oft vor dem Durchgehen, wenn Pferde das Gebiss zwischen die Zähne nehmen und festhalten. Und dann im extremsten Fall dann auch die Zügel aus der Hand reißen. Das passiert aber eher selten. Also da muss, glaube ich, schon sehr viel passiert sein. Es gibt noch viele, viele weitere Anzeichen für Unbehagen. Ich habe jetzt nur mal eine kleine Galerie zusammengestellt. Das muss man immer mit dem gesamten Verhalten zusammen anschauen. Also man kann nicht sagen, dass diese Anzeichen, die wir jetzt da anschauen, dass die für sich alleine immer Unbehagen ausdrücken müssen, aber vielleicht in diesem speziellen Kontext. Da ist das typische Grinsen, was sehr, sehr oft auch verballhornt wird. Also da gibt es dann Witze drüber. Dann, wenn die Oberlippe langgezogen ist, hängende Unterlippe ist zum Beispiel im Entspannungszustand. Wenn das Pferd döst, ist das ein Entspannungszeichen. In diesem Kontext aber nicht. Und Schweifschlagen, da gibt es kein Bild. Also das ist auch ein Zeichen von Unbehagen. Und genau, es gibt ganz viele Körpersprachesignale, auf die man achten kann. Zum Beispiel generell sind alle nervösen, extremen Lippenbewegungen, Zähne klappern, Schaum schlagen, das sind alles Anzeichen von Unbehagen. Und auch das muss man dann eben natürlich im Kontext sehen. Es wird vermutet, dass teilweise das ist, weil auch die Nerven, wenn zum Beispiel hier die Riemen zu eng sind, dass sie wie einschlafen. Aber auch das ist noch nicht ausreichend erforscht. Also da gibt es definitiv noch Bedarf. Gut, das sind die Pferde. Was machen wir oder was können wir dagegen machen? Was haben wir uns da einfallen lassen? Hier muss ich dazu sagen, wir schauen natürlich jetzt nur die schlechten Dinge an, weil das Thema ist. Es ist nicht nur alles schlecht. Zum Beispiel sehen wir hier das Reithalfter und diese gängige Trense, die müsste ja eigentlich, um das Gebiss am Pferd zu halten, bräuchten wir ja nur diesen Riemen, der zum Genick geht. Allerdings gibt es dann noch weitere. Auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein. Das dient auch der Stabilisierung. Das hier war im Militär noch ganz bequem. Da konnte man zum Beispiel, wenn es bergauf ging, konnte man sich da festhalten. Und generell ist es so, ein Reithalfter verstärkt die Zügelhilfen. Und ein Teil der Gebisswirkung wird aufs Nasenbein übertragen. Und das sind jetzt zum Beispiel die gängigen Riemen. Es gibt zwei, den Nasenriemen und den Speerriemen. Das sind verschiedene Varianten von Reithalftern. Ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, nur dass Sie sehen, es gibt da ganz viele verschiedene, je nach Sportart oder auch nach dem, womit das Pferd am besten zurechtkommt oder wobei ich am besten zurechtkomme. Es gibt einige, die Nervenaustrittspunkte aussparen, die allerdings dann an anderen Stellen wirken und die Nervenbahnen verlaufen am ganzen Kopf. Also es ist immer schwierig
und auch hier wieder auf das Anpassen achten. Das ist am wichtigsten. Wir schauen den Klassiker an, das kombinierte Reithalfter. Das ist das am häufigsten verwendete. Und es besteht neben dem, was wir gerade schon gesehen haben, dem bekannten, eben noch aus dem Nasenriemen. Das ist der. Der überträgt den Druck des Gebisses auf die Nase und der Speerriemen auch. Das wäre der. Der Speerriemen, der heißt Neukinnriemen, weil Speerriemen ist negativ besetzt. Das heißt, wir hindern ja das Pferd daran, bis zu einem gewissen Grad oder sogar ganz, je nachdem, wie wir es verschnallen, daran, das Maul aufzusperren und sich den Hilfen zu entziehen. Es ist ganz schwierig herauszufinden, wann er das erste Mal in Erscheinung trat. Es lange wurde vermutet, dass er aus der Militärreiterei kommt. Einfach, es hieß, dass dann zum Beispiel, wenn ungeübte Reiter die Hilfen zu grob geben, dass dann der Unterkiefer nicht brechen kann, weil er zugebunden ist. Ich habe dazu keine Belege gefunden. Also vielleicht wissen Sie da mehr, aber dazu gibt es nichts. Das erste Bild mit Speerriemen, also Foto, das taucht auf bei den Olympischen Spielen 1956 in Stockholm. Und die Reiterliche Vereinigung hat das erste Mal 1979 diesen Riemen erwähnt oder abgebildet. Es könnte sein, dass er von dem Pullriemen abstammt. Pullen von Ziehen, also wenn das Pferd gegen das Gebiss arbeitet, zu sehr auf die Hand geht und zieht, dann hindert der Riemen das daran. Also wenn ich die Zügel annehme, dann, das ist ganz unmittelbare Wirkung, wenn ich hier ziehe, dann gibt es dann Druck auf die Nase. Aber auch das ist nicht ganz geklärt. Es gibt noch eine Besonderheit und das ist das schwedische Reithalfter. Es wird wie das englische verwendet. Es hat aber, damit man es besonders feststellen kann, hat es hier so eine Umlenkrolle. Und das wird in Dressurprüfungen gerne verwendet, weil in der Dressurprüfung ist der Speerriemen oder Neukinnriemen nicht erlaubt. Also das heißt, man kann dann das Maul mit diesem Riemen ja eigentlich besser zuhalten. Auch das ist auf der Liste für Olympia. Also das könnte dann eventuell 2024, wenn sich das Olympische Komitee an diese Empfehlungen hält, könnte das nicht mehr zulässig sein. Genau. Sollte das korrekt verschnallt sein, das Reithalfter, dann können Pferde bis zu einem gewissen Grad immer noch das Maul öffnen. Das sehen wir hier. Das heißt, soweit bis der Riemen greift, können sie das Maul noch öffnen, allerdings nicht so weit, wie wir das vorhin auf dem anderen Bild gesehen haben, wo es diese Riemen nicht gibt. Und früher, ich muss früher sagen, da hieß es, es müssen zwei Finger Platz gelassen werden, und zwar müssen die Finger aufgestellt sein und auf dem Nasenbein gemessen, weil wenn ich das am Kinn messe, das ist ja weiches Gewebe, das ist dann ungenau. Neu ist es nur noch ein Fingerbreit Abstand. Was aber positiv ist, dass es dafür jetzt ein Messgerät gibt, was genormt ist. Also weil Finger sind ja von uns allen sehr unterschiedlich und das Messgerät ist dann ganz genau. Da gibt es verschiedene Stufen. Die sind hier mit Einkerbung eingezeichnet. Das wird unter den Riemen geschoben und so kann man dann schauen, ob das richtig ja, verschnallt ist. Dann schauen wir nochmal die zu enge Verschnallung an. Das sieht dann schon anders aus. Also die Pferde können da nicht mehr viel machen. Das bringt natürlich diverse Probleme mit sich. Das Kauen wird erschwert, das Kauen ist ja gewünscht. Die Riemen drücken ein. Es kann sein, dass dadurch die Wangenschleimhaut an die Zähne gepresst wird. Deswegen entstehen dann oft Wunden im Wangenbereich, wo es blutet. Hier sehen wir zum Beispiel auch Blut. Die Gesichtsnerven werden ja irritiert oder gereizt. Ja, also so sollte das nicht aussehen, aber die Fotos beweisen es, dass es auch manchmal so aussieht. Das Ganze kann zu tief verschnallt werden. Da denken wir auch wieder ans spitz auslaufende Nasenbein. Und zusätzlich wird die Nasentrompete. Nasentrompete, das ist der weiche Bereich hier vorne am Maul des Pferdes mit den Nüstern. Und das ist jetzt von einer Meisterschaft, einem Bundeschampionat in Deutschland. Und genau, das ist ja eigentlich wie eine offizielle Veranstaltung und selbst da sieht man das. Also das Pferd weidet hier die Nüstern, damit es atmen kann. Und hier sieht man ganz gut das Lippenspiel.
dass es wie versucht, dem zu entgehen, aber es hat natürlich da wenig Chancen. Gut, in der Motion sind zum Beispiel Sperrriemen und Hebelgebisse aufgeführt. Wir erinnern uns, dass Hebelgebisse die Wirkung bis zu 32-fach potenzieren können. Und das ist besonders unfair. Also das heißt, ich habe recht starke Einwirkungen und das Pferd kann die aber nicht nach seinem Ermessen abmildern. Die wird vor allen Dingen im Springsport noch verwendet. Im Islandpferdesport wurde sie verwendet. Das ist jetzt vom Verband nicht mehr erlaubt. Genau, also das wäre definitiv ein Punkt, ja, der ist als nicht tiergerecht zu klassifizieren. Der sollte definitiv der Vergangenheit angehören. Wir haben vorhin beim Hebelgebiss die Zungenfreiheit gesehen. Das ist ja, Freiheit ist ja positiv besetzter Begriff. In dem Fall ist es aber leider ein Euphemismus. Das heißt, es ist beschönigend. Warum, schauen wir das gleich an. Aber vorerst einige Modelle aus dem klassischen Turniersport. Und wir sehen, dass es das auch bei Trensengebissen gibt, ohne Hebel. Da haben wir zwei Western-Kandarren und noch eine Polo-Kandare und eine Gangpferdekandare. Sie hat hier noch, ja, das ist noch mit Draht umwickelt. Genau, das sieht so aus. Jetzt schauen wir an, wie das im Pferdemaul aussieht. Wir sehen, dass eigentlich die Zunge keine Freiheit hat. Sie hat insofern Freiheit, dass sie entlastet wird von dem Gebiss, was aber natürlich das Problem mit sich bringt, dass das wieder direkt auf die Laden einwirkt. Das heißt, die Zunge hat keine Möglichkeit, das abzupolstern, weil sie wieder zwischensteckt. Und in dem Fall ist es eigentlich keine Freiheit, sondern ja mehr Zwang. Hier sehen wir das Ganze nochmal mit dem Trensengebiss kombiniert. Und ja, nochmal die Wirkung. Das sind zwei Bilder aus dem Westernsport. Ich denke, da sieht man das besonders gut, dass es hier direkt auf den Laden aufliegt und die Zunge wie, ja, sie wird wie fixiert. Wir machen noch einen kleinen Ausflug in die Western-Szene. Da gibt es ganz hohe Zungenfreiheiten. Die sollen auch auf den Gaumen drücken, dass das Pferd dann den Kopf senkt. Also das heißt, dass es gar nicht auf die Idee kommt, den Kopf zu hoch zu nehmen. Ganz ähnlich funktionieren Spade-Bits. Die haben keine Zungenfreiheit. Die bestehen hier aus einer Stange. Aber ich finde die sehr interessant und wollte Ihnen die nicht vorenthalten. Die arbeiten mit diesem Löffel, der auf dem Gaumen drückt. Und wenn das Pferd, das ist dann wirklich individuell angepasst und wir sehen, das ist auch handwerklich was eigentlich was sehr Schönes, die hängen dann offen am Genickriemen, am Genickstück und berühren den Gaumen nicht, wenn das Pferd den Kopf so hält, wie wir das möchten. Sobald das Pferd den Kopf nicht mehr so hält, wie wir das gerne möchten, stellt sich das auf und drückt an den Gaumen. Hier sieht man das an der Animation ganz gut. Da muss man dazu sagen, diese Gebissvariante wird nicht mit Anlehnung benutzt. Sie wird sogar manchmal gar nicht angefasst, weil dieses Gebiss wirkt auch ohne, dass ich was machen muss. Weil das wirkt von selbst. Es funktioniert ja ohne, dass ich das berühren muss, aber ich kann das natürlich. Also ich kann diesen Spaten, den kann ich natürlich auch durch Zügelanzug verändern. Aber das hat wirklich den Vorteil, dass ich eigentlich nichts machen muss und der Kopf da ist, wo ich ihn haben möchte. Gegen den Zungenfehler, also gegen das Rausstrecken der Zunge, gibt es Zungenstrecker. Die liegen auf der Zunge auf und drücken sie runter. Also das heißt, das Pferd hat keine Möglichkeit, die Zunge dann ja woanders hinzunehmen, in die Maulwinkel, um das abzumildern. Jetzt steht hier bei dem Webshop, wo es diese zwei Modelle gab, steht dann noch, wird mit recht fest angezogenem Nasenriemen benutzt. Also auch da, das haben wir jetzt kennengelernt, also das ist sicher tierschutzwidrig, weil damit ja eigentlich die einzige Möglichkeit genommen wird, auf die Hilfen, wenn sie zu stark sind, zu reagieren. Wir schauen jetzt noch einige ähnliche Varianten an, aber ganz in der Kürze, dass ich sie nicht noch länger aufhalte. Da gibt es noch das Steigergebiss. Wenn das angezogen wird, drückt sich diese Wölbung in die Zunge. Das kann allein verwendet werden, manchmal wird es noch zusätzlich. Und das ist bei Hengsten, damit man die unter Kontrolle halten kann oder auch im Rennsport. Wir bleiben beim Rennsport. Es gibt spezielle Galoppergebisse, die ähnlich funktionieren. Ich habe Ihnen da einige mal aufgeführt.
Und jetzt kommen wir zu dem Zungenband. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man dem Pferd mit, früher hieß das auch Strumpf umgangssprachlich, weil man dafür gern Damenstrumpfhosen benutzt hat. Und heute sind das oft Nylonbänder oder Klettbänder. Dann wird das, die Zunge wird damit fixiert am Gaumen, am Unterkiefer, und es wird einmal rumgewickelt. Hier sehen wir das, wie das funktioniert. Die Zunge wird rausgezogen. Es sind einige Helfer vonnöten, so wie ich das aussehe, 3. Und das Ganze wird umgewickelt und unter dem Unterkiefer festgebunden. Auch da besteht natürlich die Gefahr, dass das Ganze abgeschnürzt wird, die Blutzufuhr abgeklemmt wird. Und die Begründung ist, dass die Pferde beim Rennen ihre Zunge nicht verschlucken können. Das geschieht also aus Tierwohlgründen und zur Sicherheit. Hier in der Schweiz ist das verboten und uns sind keine Fälle bekannt, dass dadurch die Rennen abgebrochen worden sind, die Tiere unkontrollierbar oder dass es zu irgendwelchen Unfällen oder Verletzungen gab. Also es ist gut möglich, das ohne dieses Zungenband zu machen. Hier sehen wir nochmal, wie das aussieht. Hier sind die Gebisse eingeschnallt und darunter ist dann hier, das ist der Knoten von dem Strumpf. Noch ganz kurz, weil ich schon so lange rede, sehen wir nur noch, noch Spezialgebisse, auch wieder mit Originaltexten aus dem Webshop. Das sind jetzt besonders harte Gebisse, die auch in unserer Motion erwähnt werden. Die dienen definitiv dann auch der Schmerzzufügung. Interessant ist auch wirklich hier wieder die Beschreibung. Hier Pferde mit sehr hartem Maul. Also es gibt Pferde, die haben ein weiches Maul. Das bedeutet, sie reagieren gut auf meine Hilfen und unmittelbar. Und dann gibt es Pferde, die das wie ignorieren oder abgestumpft sind. Und das sind dann, die haben ein hartes Maul. Da finde ich sehr interessant, dass im Prinzip wie die Pferde ja nicht schuld sind, aber dass es an denen hängt und nicht jetzt an mir und meiner Reitweise. Genau. Das ist dann so wahrscheinlich das Schlimmste, was es gibt, diese Sägezahngebisse. Die gibt es in der Ausführung und gibt es auch noch als Hebelgebiss. Es gibt alles Mögliche. Das ist zum Beispiel ein Foto hier aus der Schweiz und das ist eine Doppeltrense, die wirkt asymmetrisch. Das heißt, bei Zügelanzug stellt sich jetzt nicht nur ein Gelenk auf, sondern es stellen sich 2 Gelenke auf, aber asymmetrisch. Und im Webshop steht auch wieder mit hartem Maul und der Bruch wirkt entspannt. Ich weiß nicht, ob das Pferd das auch entspannt sieht. Ich deute das nicht so. Das Ganze gibt es auch noch mit Draht. Und kann kombiniert werden. Das ist ein Bild aus der Vielseitigkeit. Und es gibt sogar nicht nur doppelt gemoppelt, sondern es gibt auch noch 3 Gebissstangen. Also ich würde das jetzt hier schließen. Es gibt jenste Gebissformen und nicht alle dienen dem Wohl des Tieres. Das möchte ich noch kurz vorstellen. Das ist eine Spezialität aus dem Trabrennsport, da haben wir wieder das Wort Pullen, das heißt Pferde, die ziehen, die zum Beispiel im Rennen schneller laufen möchten als jetzt die Fahrerin oder der Fahrer, die legen sich dann auf die Hand, also die pullen. Und um das zu verhindern, gibt es diese Pullerplatte, die liegt hier unter dem Kinn, aber auch da ist eigentlich nicht die Ursache behoben, sondern das ist reine Symptombekämpfung. Das heißt, es ist nur, weil ich die Pferde so stark zurückhalten muss und so starken Zügelkontakt habe, dass sie den Kopf auf die Brust nehmen und Atemnot bis zum Kollaps haben. Und damit das nicht passiert, wird das eingeschnallt. Das Problem ist natürlich, dass der Schmerz, der das Pferd veranlasst, den Kopf an die Brust zu nehmen oder hier an den Hals, dass das weiter bestehen bleibt. Das nennt sich dann Kehlfreiheit, also die Kehle ist frei und das Pferd kann atmen, aber natürlich hat es trotzdem Schmerzen und das Problem ist nicht behoben. Das sind jetzt 2 Varianten. Zum Beispiel in der Schweiz ist nur die obere erlaubt, das ist jetzt die alte, die klassische, die da untergeschnallt wird und das ist noch ja, so bearbeitet, perforiert, geriffelt. Dass es dann eben unangenehm ist, dass das Pferd da den Kontakt scheut. Jetzt kommen wir noch zu den letzten Maßnahmen, die Menschen sich haben einfallen lassen, um das zu unterbinden, dass Pferde gegen die Hilfen gehen. Das sind Hilfszüge. Das ist jetzt ein historisches Bild aus einem recht schönen Bilderbuch.
das den Werdegang des Pferdes Peter zeigt. Und der Peter trägt hier den spanischen Reiter. Den gibt es heute so nicht mehr, weil es ist so, wenn Pferde dann in Panik geraten, die sind so mit den Zügeln ausgebunden, die können sich dann überschlagen und brechen sich dann hier den Rücken. Also das ist nicht mehr in Gebrauch, aber mir ging es mehr darum, dass wir hier die Zügel sehen. Und dem Peter gefällt das nicht. Und das heißt in dem Kinderbuch, Peter muss den spanischen Reiter tragen, das will ihm gar nicht behagen. Deswegen versucht er mit allen Mitteln, das abzuschütteln. Schafft er natürlich nicht. Genau, diese Hilfszüge sollen eigentlich dem Pferd helfen, die Hilfen zu verstehen. Das heißt, dass es versteht, wo muss der Kopf hin, wie soll ich mich selbst tragen. Und sie sollen dem Pferd den Weg nach unten weisen. Also das heißt, wenn der Kopf zu hoch ist, dass die Kopfhaltung dann stimmt. Und einige sind explizit dafür gedacht, dass das Pferd den Kopf nicht hochwerfen kann. Also wie wir das gesehen haben, wenn sie sich dann wehren. Wir schauen nur drei Varianten an, weil es gibt unzählige. Der Schlauchzügel ist ein klassischer, der ist in der Schweiz 2016 auf Turnieren nicht mehr zugelassen, aus verschiedenen Gründen. Und die verlaufen, wir sehen das hier recht gut, werden da befestigt und führen durch den Gebissring an den Zügeln. Und wenn das zu stark angezogen wird, dann ist das wie ein Flaschenzug. Das ist aus dem Springsport und das aus dem Rennsport. Die Ausbinder, den kennen wir alle aus dem Zirkus, vom Ponyreiten, von der Kirmes. Das ist so der einfachste und auch der gängigste. Er wird auch im Reitunterricht für Anfänger gebraucht. Und beim Voltigieren, also das heißt beim Turnen auf dem Pferd. Hier sehen wir das gut verschnallt und da, ja, genau, zu eng. Das Ringmartingall ist eben das, was ich angesprochen habe, das verhindert, dass der Kopf hochgeworfen wird. Und dass das Pferd wie am Zügel bleibt. Und hier sehen wir das dann wie in Action, wie das funktioniert als Umlenkrolle. Also es gibt dann diesen Knick und dann wirkt es ein, das ist auch eine Springprüfung. Ganz kurz möchte ich noch auf den Overcheck eingehen. Es ist kein Hilfszügel in dem Sinne, aber er soll auch das Pferd in eine Position bringen. Der ist verwandt mit dem Aufsatzzügel, den einige vielleicht von Ihnen kennen von Black Beauty, die bei Wagenpferden eingesetzt werden. Und der Einsatz wird begründet, dass das Pferd sich auf diesen Zügel stützen kann, um die Balance im Rennen zu halten. Allerdings wird das Pferd in eine spezielle Kopfposition gezwängt, was auch noch verhindert, dass es den Kopf runternimmt. Und im Trabrennen darf das Pferd nicht galoppieren, weil es dann qualifiziert wird. Generell kann man davon ausgehen, dass das Pferd den Zügel sucht. Also das begegnet uns immer wieder. Das Pferd sucht den Kontakt, das Pferd sucht den Zügel, das Pferd lehnt sich an. Dass das, also jetzt in der alten Reitweise ist das nicht bekannt. Also es ist eher was Neueres, eine neuere Idee, weil etwas, das Druck und Schmerz erzeugt, dass ich das aktiv suche und mich da reinhänge, weil es mir angenehm ist, das ist ja nicht einfach zu erklären und tatsächlich wissen wir einfach nicht, was genau das Pferd macht. Wenn wir diese Anlehnung spüren, können wir nicht wissen, warum das so ist. Und ich denke, da sind noch definitiv Untersuchungen nötig. Also das ist ein ganz interessantes Thema. Es gibt Paare, wie hier unten zum Beispiel, die ohne den Check starten. Also es ist kein Ausrüstungsgegenstand, was man unbedingt braucht. Und hier ist zu sehen, wie der eingehängt wird. Es hat hier einen kleinen Haken. Und da oben ist das Checkgebiss, das führt hier über den Kopf. Und wenn das hier eingehängt wird, dann genau, kann das Rennen dann starten. Da gibt es einige Varianten, einfach, dass Sie es mal gesehen haben. Und so sieht es dann im Maul aus. Das sind verschiedene Varianten von diesen Oberkiefergebissen, von den Checkgebissen, die eben hier oben im Oberkiefer eingehängt sind. Und entweder führen die dann hier oben lang oder, Entschuldigung, an den Seiten. Wir sind schon am Schluss. Ich danke allen, die es bis jetzt ausgehalten haben. Und jetzt kommen wir so wenig zu, ja, was sind denn eigentlich jetzt die Probleme und Risiken aus Tierschutzsicht? Und zwar sind es generell die
Anzahl der Hilfsmittel, das ist ja fast unüberschaubar. Und ja, es ist alles käuflich erwerblich. Das heißt, es gibt alles, was es nicht im gängigen Shop gibt, gibt es im Internet. Und wir haben gesehen, dass nicht alle dieser Hilfsmittel zum Tierwohl entwickelt worden sind. Und dazu kommt, dass immer noch gilt, anders als im Hundebereich, es gilt immer noch die Dominanztheorie. Großteils Pferde sind große Tiere, sind gefährliche Tiere, die müssen unter Kontrolle gehalten werden. Und auch da kommt oft übertriebene Härte zum Einsatz. Einfach, das wird begründet mit Sicherheitsbedenken. Dann generell ist die Instrumentalisierung sehr hoch, die Gefahr. Wenn ich ehrgeizig bin, ich möchte im Sport was erreichen oder auch privat, dann kann das sein, dass es dann in der Wettbewerbssituation dann Abstriche gibt für das Pferd und das eben, wenn es Unwohlsein äußert, dass ich das entweder ignoriere oder unterbinde, weil das jetzt gerade nicht in mein Konzept passt. Pferde haben keinen Schmerzlaut. Das heißt, wenn das Hunde wären, wenn die solche Schmerzen hätten, die würden wahrscheinlich winseln oder jaulen. Pferde zeigen das sehr subtil. Wir haben ja gesehen, wie. Und da müsste man genau hinschauen, ja, dass das wahrgenommen wird. Und das liegt daran begründet, dass sie Fluchttiere sind und möchten natürlich nicht auf sich aufmerksam machen. Das hatten wir schon, das Ungehorsam, das wird sanktioniert und durch Hilfsmittel unterbunden, einfach damit das Ganze funktioniert, das Konzept mit den Hilfen. Und auch da muss ich sagen, das ist natürlich nicht immer so. Also es gibt auch Personen, die das anders handhaben. Aber diese Hilfsmittel wurden nicht erfunden damit, also es geht da nicht um das Wohl des Tieres. Ein Großteil dieser Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Zungenstrecker, das Zungenband oder auch gewisse Hilfszüge, sind Zwangsinstrumente, um einfach den Gehorsam zu erzwingen. Und das ist definitiv tierschutzwidrig, also weil es ist ja ein Schutzverhalten. Das heißt, dem Tier wird etwas zugefügt und es versucht, sich zu schützen. Und zusätzlich zu dem, wenn es Schmerzen erleidet oder Druck, wird eigentlich dann noch zusätzlich die einzige Möglichkeit unterbunden, dass es sich dem irgendwie entziehen kann. Also es ist eigentlich dann wie doppelt grausam. Dann gibt es noch strukturelle Probleme. Und zwar ist es oft so, die Personen, die merken, dass was nicht gut läuft, zum Beispiel das Tier hat Verletzungen, die Trainingsmethoden sind nicht in Ordnung, das sind nicht selten diejenigen, die abhängig sind. Also wir haben hier in der Stiftung einen Rechtsauskunftsdienst, wo sich private, auch Organisationen melden können, die Tierschutzverstöße gesehen haben, und das ist so, dass die das oft nicht anzeigen möchten, weil sie Repressalien fürchten. Das kann sein, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Stallbetreiber oder meinen Trainer, also irgendjemand, der ja von dem ich wie direkt abhängig bin, mein Arbeitgeber, dann habe ich einen Interessenskonflikt. Ich möchte natürlich gerne meinen Job behalten. Ich möchte aber eigentlich auch dem Pferd helfen. Und oft ist dann einfach das ausschlaggebend, dass ich da keine Probleme in meinem sozialen Umfeld finde. Dann besteht zumindest hier in der Schweiz keine Meldepflicht. Also wenn mein Pferd jetzt Verletzungen hat von meiner Hilfengebung oder von meinen Trainingsmethoden und ich gehe damit zu meiner Tierärztin, dann ist sie nicht verpflichtet, das zu melden oder irgendwie anzugehen. Und auch da besteht natürlich der Interessenskonflikt, denn ich bin ja Geldgeberin und ja, vielleicht möchte sie ja gerne, dass ich als Kundin erhalten bleibe. Zu guter Letzt sind an den Pferdesportveranstaltungen sind Stewards auf dem Abreiteplatz, also das heißt in der Vorbereitung, die überwachen, ob alles pferderecht zugeht. Und es gibt auch Tierärztinnen und Tierärzte, die das anschauen. Das ist aber so, dass der Veranstalter die engagiert. Und da, genau, ich denke sicher, die machen ihren Job gewissenhaft, aber auch da ist nicht auszuschließen, dass es da Interessenskonflikte gibt, weil die möchten ja gerne wieder engagiert werden. Oder es gibt zum Beispiel dann ganz bekannte Namen, die man nicht kritisieren sollte. Auch da sollte man das soziale Gefüge nicht unterschätzen. Also von daher wäre das zu begrüßen, wenn das vielleicht unabhängiger wäre. Gut, noch ganz kurz zu den Momentaufnahmen. Und dann sind wir schon am Schluss. Und zwar ist das ein Pferdesportfotograf, der eine recht gute Reihe gemacht auf YouTube. Das sind 4 Teile. Ich kann das nur empfehlen. Aus Zeitgründen schauen wir das jetzt nicht an. Aber
Er sagt, diese Momentaufnahmen, die sind was ganz, ganz Wichtiges. Denn in der Bewegung, wenn wir Pferde sehen oder auch jetzt, wenn ich am Zuschauerrang bin, ich kann die Details kann ich gar nicht sehen. Also das heißt, diese Fotografie, auch die gute Fotografie mit den Kameras, wie wir sie heute haben, da sehen wir Details, die früher verborgen gewesen wären, wie zum Beispiel die blauen Zungen, irgendwas Abgeklemmtes, Pferde in Bewegung, die früher verpixelt, verwischt gewesen wären. Also diese Momentaufnahmen sind sehr, sehr wichtig. Er sagt auch, als professioneller Pferdesportfotograf gibt es nur einen ganz kleinen Spielraum, also eine Range, um diese Trophy-Shots zu haben. Wir sehen so einen Trophy-Shot hier unten und da sieht es harmonisch aus. Der Hals vom Pferd ist lang, das Maul ist zu, wir sehen keine Abwehrreaktionen. Das hier ist schön gleichmäßig. Also diese Trophy-Shots, das ist das, was in Medien gezeigt wird, gezeigt werden soll. Und er sagt weiter, es gibt ungefähr 5 bis 10 Positionen, die in Frage kommen für diese Art der Fotografie. Er hat dann begonnen, auch die anderen Momente zu fotografieren. Eben die, von denen oft gesagt, das sind ja nur die Momentaufnahmen. Und er sagt, zu diesen Fotos, zu den Trophy-Shots, das sind idealisierte Momente, die zeigen eben nicht die ganze Wahrheit. Also wichtig sind auch die anderen Momente, weil sonst ist es eher umgekehrt, dass eben die zugelassenen, durchgewunkenen Trophy-Shots, das sind die, die dann das Bild vom Sport ja eigentlich abbilden. Und das ist ja in dem Sinne vielleicht genauso manipulativ, wie dass man jetzt den Tierschutz zum Beispiel vorwirft, das sind nur Momentaufnahmen, da sieht es gerade schlimm aus. Genau, also er begrüßt sogar diesen Vorwurf der Momentaufnahme, denn damit wird die Frage aufgeworfen, ist das repräsentativ und was ist eigentlich repräsentativ? Und damit möchte ich schließen. Ich danke Ihnen wirklich herzlich, dass Sie so lange dabei geblieben sind, obwohl es recht technisch und teilweise auch langatmig war. Und ja, jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es gab einige Fragen und dadurch, dass wir schon relativ fortgeschritten sind, würde ich jetzt gleich durchstarten. Zur Folie Trensengebisse wurde gesagt, doppelt gebrochene Gebisse werden ja mit einer Förderung des Zungenspiels beworben. Verstehe ich Ihre Ausführungen so, dass dieses Zungenspiel dann eher als Schonhaltung zu bewerten ist? Das ist eben genau die Frage, die noch nicht geklärt ist. Also es ist ja so, wenn das ganze Wissen, was wir eigentlich haben im Pferdesport, das ist ja tradiertes Wissen, was weitergegeben wurde. Zum Beispiel, damals gab es ja noch gar nicht diese Untersuchung. Und aus meiner Sicht sind noch sehr, sehr viel mehr Untersuchungen nötig, um das wirklich zu klären. Also diese Anlehnung, genauso wie das Kauen, das Spielen, das sind ja Interpretationen des Menschen auf die Reaktionen des Pferdes, aber die wirkliche Intention, das ist schwierig herauszufinden. Und da denke ich, braucht es einfach noch Forschung. Also nur weil das jetzt seit Jahrhunderten oder eigentlich muss man sagen seit Jahrtausenden so davon ausgegangen wird, dass das der Grund ist, das heißt nicht unbedingt, dass das so genauso ist. Also das ist jetzt meine Ansicht dazu. Aber Trensengebisse, die liegen natürlich nicht so im Maul wie eine Stange. Also die sind viel beweglicher und von daher stimmt das schon, dass das Pferd damit sicher mehr interagiert als mit so einer starren Stange. Okay, weil da war nämlich auch noch eine Frage, dann, also das hatten Sie aber dann ja nachher genauer erklärt mit diesem Nussknacke-Effekt, dass man nicht verstehen konnte, wie das dann eben auf den Unterkiefer drückt. Aber das wurde meines Erachtens schon dann ausführlich dargelegt. Ja. Also eben der eigentliche Nussknacker-Effekt in dem Sinne, wie man ihn lange verstanden hat, der existiert nicht oder wenn dann in Ausnahmefällen. Okay. Eben es kommt dann auf die anatomischen Gegebenheiten an und auf das Gebiss, ob das passt, ob Spielraum ist, ob das Pferd das Maul öffnen kann. Das spielt sicher alles da rein. Aber es ist nicht, dass es standardmäßig an den Gaumen stößt, dieses Gelenk. Das ist definitiv nicht so. Okay, und dann war noch eine Frage, und zwar, als Sie das gezeigt hatten, weil das leider konnte man die Maus nicht sehen, also den Zeichen. Oh nein! Und da war dann eben noch die Frage,
ob nochmal gezeigt werden könnte, wo denn das Gebiss nach oben drückt. Also das war dann unklar. Ich weiß nicht, ob Genau, das kann bei Stangen zum Beispiel passieren. Bei einseitigem Zügelzug kann der Oberkiefer betroffen sein. Und eben bei Pferden mit kleinem Maul oder bei diesen ganz hohen Ports. Also das heißt, wenn der Port bei Westerngebissen sehr, sehr hoch ist, der drückt dann definitiv auch an den Gaumen, also an den Oberkiefer. Aber das ist wirklich, das kommt auf alles Mögliche an, auf die Anatomie, auf das verwendete Gebiss und sicher auch auf die Handhabung. Also wie stark ist die Einwirkung? Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Okay, dann war noch eine Frage zur Kandarenreife. Gibt es Erhebungen, welcher Anteil der Pferde, die auf Kandare geritten werden, typische Verletzungen im Maul aufweisen im Vergleich zu Pferden, die auf Trense geritten werden? Davon weiß ich, also ist mir keine Studie bekannt, aber es wäre sicher interessant. Genau. Ja. Und dann gab es schon, bevor Sie berichtet hatten, was es für Probleme gibt, ohne ein Gebiss quasi, gab es schon die Diskussion im Chat, ob das nicht besser wäre, eben ohne Gebiss zu reiten. Aber das hatten Sie ja dann ausführlich dargelegt. Es wurde dann eben stark diskutiert, was es da alles, ob das besser oder schlechter ist und wie und so weiter. Es wurde auch angemerkt, dass es ja vielleicht bei Wettkämpfen auch zugelassen werden könnte und positiver bewertet wird, solange es dann richtig sitzt. Das ist ja dann, hatten Sie ja nochmal genau alles erklärt. Genau, also wir konnten ja nicht auf alles eingehen. Also es gibt auch Studien generell zur Atmung, inwieweit Gebisse die Atmung beeinflussen und beeinträchtigen. Und ja, also eben, ich musste natürlich viel weglassen. Und ja, von daher kann sicher das angestrebt werden, ja. Genau. Und dann war noch auch ein Kommentar, dass es doch Standard werden sollte, dass Pferd und Reiter harmonieren müssen, sodass gar kein Zwang ausgeübt werden muss. Sie hatten das ja so angedeutet, also mit diesem positiven oder negativen Vorstand. Es gibt ja verschiedene Lernvarianten und es gibt ja auch im Hundebereich eben, das ist immer so wie mein Beispiel, dass es möglich ist, auch Althergebrachtes zu reformieren, also dass man wirklich umswitcht auf diese Druckgeschichte und auf die negative Verstärkung, dass man einfach die positiven Aspekte da vom Lernverhalten anschaut. Es kann Target-Training sein, indem man zum Beispiel sogar das Gebiss als Target definiert, dass das Pferd auf das Target reagiert und es gibt sicher Belohnungslernen, also aber das ja, führt hier jetzt einfach zu weit, aber die Möglichkeiten gibt es. Dazu muss man sagen, da geht es sicher auch dann mehr um die Bindung. Also das Pferd ist dann nicht mehr so leicht austauschbar oder dass alle das wie gleich bedienen können. Und das dauert sicher länger, also es ist der längere Weg und nicht der klassische, ja. Okay, und dann war ich sehr erstaunt, weil ich hatte mir so Studien, also ich werde die jetzt, also ich würde gerne, also erstmal nochmal die ganzen Studien, wenn ich darf, also die Referenzliste haben, dass ich mir die ganzen Studien auch nochmal anschauen kann. Ich fand es schon erstaunlich, wie viele Verletzungen da doch im Maulbereich gefunden wurden. Also zum Beispiel hatten Sie ja das Beispiel genannt von den Trabern, wo dann doch 80%, wenn ich das richtig verstanden hatte, dann über diese Verletzungen aufgewiesen haben. Das hat mich schon sehr erstaunt. Das war mir jetzt nicht klar, dass das so umfangreich ist. Mhm. Dann noch ein Kommentar. Das Problem ist das unglaublich schlechte Bestärkungsprinzip von Reitern bei der Tierausbildung. Wurde eben also angedeutet, also Intensität und Timing beherrschen nur die wenigsten. Also es war halt ein Kommentar im Chat. Mhm. Ich denke, ja, Sie hatten es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, das ist natürlich total wichtig, dass man sich dann eben auf sein Pferd auch wirklich einstellt und das Pferd auf einen, also dass das halt nicht so auch auswechselbar ist, sondern dass da wirklich eine Pferd-Mensch-Beziehung entwickelt wird, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Und ja, anscheinend so gibt es da sicherlich noch ausbaufähige Möglichkeiten. Und dann noch noch ein weiterer Kommentar und eine Frage. Was wir bräuchten, wäre eine Diskussion um aktuelle Probleme auf Turnierplätzen. Also da sind wir natürlich heute gar nicht dazugekommen. Aber vielleicht haben Sie ein paar Ideen, also welche Kontrollorgane versagen, Richter, Tierärzte, wie sollte das angegangen werden?
Eben auch mit diesen ganzen Hilfsmitteln, da hatten wir schon ein bisschen was von Ihnen gehört. In der Schweiz ist ja einiges schon verboten. Auch in Deutschland sind gewisse Hilfsmittel bereits verboten für gewisse Sportzwecke. Mhm. Wie können Tierschützer effektiv Verbesserungen erzielen, ist die Frage. Was soll man da nutzen? Medien, Zuschauer, Videos? Wer sitzt an wichtigen Schaltstellen und verhindert Tierschutz, obwohl man es von ihm bedenkt, erwartet? Also das, ich weiß nicht, ob Sie die Frage jetzt beantworten können. Ja, aber also genau, das ist natürlich auch individuell. Aber wie gesagt, gibt es diesen Interessenskonflikt gleich an verschiedenen Punkten und das gerade an den wichtigen. Also das heißt an den Kontrollorganen, die Stewards und Tierärzte. Und natürlich generell auch jetzt mein Heimtierarzt, der hat ja auch ein Interesse, dass er mich behält, weil ich der Geldgeber bin. Und das ist sicher ein Problem. Also ich denke, wenn das Ganze unabhängiger organisiert würde, das heißt nicht vom Veranstalter und vielleicht per Losverfahren, nicht über Beziehungen oder dass sich da jemand besonders, ja, weiß auch nicht, besonders bekannt ist oder sonstiges, sondern dass es wirklich unabhängige Fachpersonen sind. Und es wäre sicher, wir haben an der Studie im Island Pferdesport gesehen, dass zum Beispiel nach dem Finale, also die Pferde wurden vorher und nachher untersucht, dass definitiv auch die Kontrollen vor und nach der Prüfung stattfinden. Weil nur so könnte man das dann aufdecken. Also wenn vielleicht die Ausrüstung in Ordnung ist vor der Prüfung, dann müsste man auch schauen, wie sieht es nach der Prüfung aus. Ich denke, das wäre schon ein großer Fortschritt. Und natürlich alle Aktiven, also jetzt egal ob reiten oder fahren. Ich kann wirklich nur empfehlen, verschiedene Sachen wirklich selbst auszuprobieren, sei es auf der Hand oder sonstiges, also sich wirklich damit vertraut machen mit den Sachen, weil es ist einfach, klar gibt es auch andere Materialien, aber es geht eigentlich bei diesen Hilfsmitteln, die wir angeschaut haben, geht es immer um Metall auf dem Körper. Und das ist definitiv, das kann fast gar nicht sanft sein. Und wenn es das ist, dann ist es in einem ganz kleinen Range. Also das muss man wirklich rausfinden, was ist denn noch vertretbar. Und ich denke, auch da wäre noch Forschung vonnöten. Also dass das noch offensichtlicher wird. Und genau, das würde, denke ich, schon was bringen. Ja, ja, dann wurde eben auch noch gefragt, was eben so mit den Veterinärämtern, also den amtlichen Tierärzten, ja, wann, also wie oft da Bußgelder verhängt werden oder ob überhaupt und mit den Kontrollen. Also ich denke, ja, da müsste man nochmal genau gucken. Also ich weiß jetzt eben nur, dass das sicherlich in Berlin jetzt auch noch ein Thema ist, was jetzt vermehrt angegangen wird, habe ich gehört. Aber ja, ist auf jeden Fall sicherlich wichtig, dass man da vorher und nachher guckt, wie Sie schon gesagt hatten. Dann nur noch zwei kleine Anmerkungen, und zwar Maulsperren sieht die Teilnehmerin aber nur ohne Nasenriemen, Sperrriemen, oder? Ist die Frage, also ist das so? Oder? Ja, also ob das nur dann sichtbar ist, wenn man also mit dem normalen Trenzenzaum ohne die Riemen reitet, ist das die Frage? Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus. Das kommt natürlich auf die Verschnallung an. Wir haben gesehen, dass wenn das so verschnallt ist, wie es soll, entweder mit den zwei oder auch mit dem einen Finger Abstand, dann kann das Pferd das Maul noch bis zum gewissen Grad öffnen. Aber auch da müsste man generell überdenken, ob es überhaupt zulässig sein sollte. Es ist so, dass die Riemen auch das Gebiss stabilisieren sollen, aber auch da gibt es noch wie keine Studien zu, weil es wird ja auch nur nach unten begrenzt, ob das jetzt wirklich zur Stabilität beiträgt und das, wo das Pferd das Gebiss bewegen soll und kauen soll. Also ganz stabil soll es auch nicht sein. Und es gibt ja noch andere Verhaltensweisen oder auch wichtige Körperfunktionen, die das Pferd braucht. Zum Beispiel muss es mal gähnen. Also auch solche Äußerungen, das ist ja nicht möglich. Also selbst wenn das so verschnallt ist, wie es verschnallt sein soll, ist ein herzhaftes Gähnen, also wir haben das alle schon mal gesehen, wie das aussieht, das ist nicht möglich. Und auch die Atmung, inwieweit die noch beeinflusst wird, das müsste man auch genauer untersuchen, weil auch da die Nasentrompete gequetscht werden kann, selbst wenn es korrekt verschnallt ist. Bei Anstrengung sieht das anders aus und es kann dann auch zu Ödemen kommen an den Bereichen. Also da ist auch noch definitiv Forschungsbedarf. Okay, ja, das hört sich ja insgesamt so an. Also Sie hatten ja gesagt, dass sehr viel tradiertes Wissen einfach weitergegeben wird und ja, dass wahrscheinlich die Studien, die ja auch nicht, wo auch ja nicht jeder Zugriff hat, das ist ja noch das nächste Problem. Viele Studien sind ja eigentlich nur für Leute, die zum Beispiel an der Uni sind und dann Zugriff auf eine Bibliothek haben, überhaupt
kostenfrei zugänglich. Da würde ich nochmal gucken, was von, also vielleicht hatten Sie ja einige Studien auch gezeigt, die Open Access sind, die man auch dann nochmal rumschicken kann, damit man sich da auch einlesen kann, weil das sehe ich auch als Nachteil, dass eben, ja, also die Leute, die sich eigentlich dafür interessieren, also jetzt die Pferdesportleute dann vielleicht gar nicht so den Einblick haben, was jetzt wissenschaftlich, was es an wissenschaftlichen neuen Erkenntnissen gibt, vor allem, wenn es dann eben nicht frei zugänglich ist. Frau Koch, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr umfangreiches Wissen, was Sie uns da dargelegt haben. Es war sehr, sehr spannend und ja, schönen Abend Ihnen allen noch und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.